Hallo Welt. Hallo Claudia. Hallo Claudia, hallo Henning. Hallo Hallo Echo, Lambert. was ich beseitigen muss bei mir. Oh Gott, oh Gott. Schon wieder. Das Das wird ein typische Klassiker, Lambert. Echo-Problem. Das Echo ist ein Klassiker. Lass das. Als hätten wir es abgesprochen. Der Opening-Klassiker. Ja. Ihr habt das bemerkt, oder? Dass wir Hüte abgenommen haben am Wir haben Anfang. uns extra Hüte besorgt. Die total fluffig sitzen, wenn man einen Kopfhörer auf dem Kopf hat. Genau, das Wer hat den geht nicht mit diesen schicksten? So tollen entscheidet Kopfhörern. euch, wer hat den schicksten? Ja, Chat, bitte jetzt ehrliche Meinung. Ich finde, wir haben alle echt total krasse Hüte zu Hause. Ein Man kann Zylinder? ihn so auf der Brille oben ablegen, das ist ja praktisch. Oh, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Ja, sieht jetzt auch nicht viel Oh ja, besser aus. okay. Jetzt kriege ich nur Nackenstarre, wenn ich das länger mache. Natürlich haben wir alle drei auch ganz viele so Normalo-Hüte bei uns und haben jetzt extra nur für diese Sendung so einen aus dem extravaganten Hutregal, Du extravaganten Hut. meinst das Aber Lambert, ich Karnevalshutregal? muss sagen, ich fand deinen Hut eigentlich am schicksten, Lambert. Ja. Ja. Und der hält auch am besten. Und der ist Kopfhörerkompatibel. Mr. Capture sagt auch, Lambo hat den schicksten. Ja. Danke. So, hallo Ja. Leute, wie ist der Sound? Wie läuft der Stream? Heute ohne Gewehr. Ja, wirklich, jetzt mal ganz ernst die Frage, ja. Sind wir zu sehen? Geht das so oder Sind wir ist das zu Internet noch hören? da Kaum draußen? hast du es gesagt, Oder senden Lambert, wir? wurde es gelb. Aber noch ist alles, glaube ich. Echt? Oh Gott, Gott. Genau. Wenn es gar nicht geht, sagt uns Wir. Bescheid, dann verschieben wir. Und Aber Vodafone eigentlich ist schuld, das wollte ich auch wollen nochmal wir ja mit sagen. euch chatten und wir wollen ja mit Ja. euch über Wissenschaft reden und wir sind ja der Forschungsstrom. Und genau, wir haben gedacht, wir müssen uns nochmal vorstellen. Und Claudia, fang du doch mal an, du bist doch bei unserer Technikzentrale hier. Oh, wirklich, ich darf mich jetzt als erstes vorstellen. Direkt aus der Sendezentrale, Ja, live aus der aber Sendezentrale. pass auf, Wir gehen also ich zurück habe ins mich noch nie so Studio. vorgestellt. Ich habe mich noch nie so Was? vorgestellt. Ich hatte ja noch keine Nee? Veranstaltung seitdem. Wer bist du denn, Claudia? Was machst du denn? Ja, Womit verdienst du denn dein Geld? mein Name ist Claudia Frick und ich bin Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule in Köln. Frau Yes, Professorin. yes. Ist das Sehr schön. crazy? Genau, ja. Und ansonsten bin ich Ist ja jetzt Gamerin angefangen. und ja, begeisterte TikTokerin noch nicht so ganz. Ja, ich habe jetzt angefangen. Seit es mein vierter Tag war heute. Lambert, ich glaube, jetzt müssen wir seriös werden. Jetzt haben wir eine Professorin für Wissenschaftskommunikation hier mit dabei. Das Wir können uns keine Sachen mehr jetzt erlauben, Henning. So ist es. Henning, magst du bei der Gelegenheit dann mal seriös weitermachen Genau, und wie alle vorstellen? guten Wissenschaftskommunikationsprofis trage ich auch den ganzen Tag Hut bei der Arbeit. Genau, ich bin ja auch Wissenschaftskommunikator. Mein Name ist Henning Krause. Ich komme aus Berlin und genau, arbeite auch in der Wissenschaftskommunikation. Allerdings bin ich einfach so Praktiker, der das so macht und nicht groß erforscht. Dafür erforsche ich andere Dinge und genau, freue mich wieder auf den Forschungsstrom mit euch. Lambert, wieso musst du immer Hut tragen? Was machst du beruflich? Genau. Also bei mir ist die Hutpflicht vorgesehen in der Bibliothek. Ich arbeite an der TIB, Technische Informationsbibliothek, hier in Hannover. Und da ist halt angesagt Open Science. Das ist da mein Thema, ja. Und genau. Und wir machen jetzt seit einem Jahr, seit über einem Jahr, kann man fast sagen, den Forschungsstrom. Und ja, das ist ja Ja. diese Live-Show auf Twitch hier, ne? Ja. Genau, Ja. ist das hier unsere Jubiläumsfolge? Ich weiß es nicht. Ist sie das schon? Sind wir nicht drüber? Ich glaube, wir Nee, sind also knapp wir haben drunter. gestartet, glaube ich, am 13.02. Ich weiß nicht, Ach ob man so. dann jetzt schon gratulieren kann, weil es ist ja ein paar Tage zu früh. Weißt du, die Oh. Kultur, in der wir leben, ist ja der Meinung, früh gratulieren ist nicht gut. Ich war mir auch nicht sicher, ist das jetzt die Folge oder ist das die nächste? Und wenn es die nächste ist, machen wir da eine Party? Oder? Ich sag mal so, raus an die Zielgruppe da draußen an den Geräten. Wenn ihr uns jetzt einen leckeren Kuchen mit so einer großen Eins drauf schickt, kommt der rechtzeitig an. Das würde funktionieren und wäre angemessen sowieso natürlich, klar. Aber 3D-Druck geht auch, ne? Ich habe noch die goldene Weiche, habe ich noch hier direkt dabei hinter mir, da. Genau. Ja, stimmt, eine Wir freuen 3D-gedruckte uns erste Geburtstagstorte. auf Post an den Forschungsstrom, ja.
So ist es. Aber ja, gut, den Kuchen wollen wir in echt, nur dass da keine Missverständnisse kommen. Kein 3D-gedruckter Kuchen, sondern Kuchen aus Teig zum Essen. Aber dir ist schon klar, dass dann 3 Kuchen geben muss, damit jeder von uns davon... Oder zumindest 3 Stücke? 3 Stück Kuchen, ja. Dezentrale Twitch-Shows in Pandemie. Und jeder hat ein Drittel. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, ja. Wie geht's euch denn ansonsten? Ja, der Chat, fragst du das den Chat oder fragst du das? Ja, ich frage das den Chat und ich frage das euch. Ja. Chat, wie geht's euch? Wie war euer erster Monat ohne Trump? Ist doch jetzt, oder? Ne? Und wie war's bei euch? Was gibt's Neues seit Anfang des Jahres? Nix. Ja, ich habe ja gesehen, Lambert, du hast ja Informationshygiene betrieben seit Anfang des Jahres, habe ich so gesehen. Ich habe gesehen, du hast irgendwie die freien Tage irgendwie genutzt, um irgendwie deine digitalen Identitäten oder so aufzuräumen oder so. Ne? Habe ich das richtig verstanden oder ist es nur so an mir vorbeigeflogen? Ja, das ist so ein super, also für meine Verhältnisse super ehrgeiziges privates Projekt von mir, das ich mal aufgeräumt habe und meine mittlerweile 15 Jahre oder so andauernde Google-Abhängigkeit ein bisschen reduziert habe. Also ich hatte privat, muss ich jetzt einfach mal gestehen, gut, dass du es ansprichst, Henning, eine Google-Mail-Adresse, unter der ich erreichbar war und ich bin da weggezogen. Habe ich immer noch. Überfällig. Ja, und ich habe festgestellt, das ist halt mit E-Mail-Adressen so, die sind der Schlüssel der digitalen Identität de facto, ne, weil man sich bei so vielen Diensten damit anmeldet. Das heißt, man muss, das ist jetzt mein Rat, ganz praktisch, ganz konkret, macht den Wechsel, geht weg, aber macht es nicht so ambitioniert, dass ihr es dann doch nicht macht. Ja, also das Perfekte ist der Feind des Guten, wie der Volksmund mal zu Recht sagt. Das heißt also, macht den Umzug und macht es aber nicht so, dass ihr euch vornehmt, oh, dann lösche ich meinen Google-Account, das schafft man kaum, ja, sondern macht es peu à peu und erst die wichtigen Sachen und so, seid strategisch. Also zum Beispiel, was man als ersten Move ganz gut machen kann, wenn man Android-Handy-Benutzer ist, schon mal den Kalender nicht mehr bei Google hosten. Das ist relativ einfach und schnell umsetzbar, dass man dann bei posteo.de in meinem Fall, aber es gibt auch mailbox.org und so, da seinen Kalender hostet, zum Beispiel. Ja, das sind so, ich glaube, es sind so zwei Startups, zwei deutsche Vorzeige-Startups, oder ich weiß nicht, ob man die Startups nennt, die sind, glaube ich, auch schon lange dabei, aber ich glaube, die sind halt irgendwie, das sind so welche von den Guten, hat man so den Eindruck, ne? Da kann man gerne mal einen Euro im Monat irgendwie hinschicken. Sind wie die paar wirklich Ökostromanbieter, die es gibt. Ja. Ne? Also, Ja. Aber das finde ich ja toll. Also du hast digitale Hygiene betrieben, ich habe physische Hygiene betrieben, bewundert mein wunderbar aufgeräumtes Homeoffice. Sieht das anders aus? Wow, das ist total. Ja, Henning, das war Schweiß und Arbeit. Also jetzt nicht nur von mir. Mensch. Ich muss gestehen, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es vorher schlechter ausgesehen hat, aber sieht gut aus. Es ist ordentlicher. Also weißt du, ich habe alles hier, die schlimmen Sachen in Kisten verpackt und die Ordner sortiert. Also ich habe meinen Urlaub und meine Feiertage für Hygiene in der Wohnung und in meinem Papierwust gemacht und ich bin fast komplett aufs digitale Büro umgezogen. Also ich habe jetzt quasi fast nichts mehr, was ich in irgendeiner Form ausgedruckt bräuchte. Das Einzige, was ich noch ausgedruckt kriege, sind dann Abschlussarbeiten. So. Aber ansonsten auch meine Kommentare und Annotationen an Arbeiten und Hausarbeiten mache ich jetzt alle digital und Super cool. Wow. Ja. Und hast du irgendwie jetzt so direkt nebenan, knapp neben dem Blickfeld der Kamera, ist der Eingang zu so einer Kammer, wo so ganz viele Plüscheinhörner sind und Pandas und so. Komm, gib's zu, oder? Also ganz ehrlich, sie sind alle da. Also da sitzt ein Schaf, ein Löwe, ein Tiger, ein Bär, noch ein Bär. Da sind ganz viele Meerschweinchen. Ja, aber hier sieht man einen Koala, also einen halben Koala-Kopf. Und natürlich Alpakas. Und die Eis. Also, ihr seht schon. Henning, jetzt bist du an der Reihe. Wie hast du dein digitales Leben zu Beginn des neuen Jahrzehnts verändert?
Ich habe es in der Tat verändert und ich wollte euch da mal kurz was zeigen. Und Lambert, du bist ein bisschen schuld daran, dass ich das gemacht habe oder dass ich zumindest den Arsch hochgekriegt habe. Als ich das gesehen habe Anfang des Jahres, dass du da irgendwie deine Postfächer aufräumst, habe ich gedacht, ich habe da auch so ein Projekt, was ich schon lange mal machen wollte. Und das wollte ich euch mal eben zeigen. Dazu muss ich mal eben kurz hier was rüberholen. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Hier nämlich. Ups. Ja, ich auch. Und zwar ist das dieses kleine Kästchen hier. Da geht hier ein kleines Kabel rein, als Strom von einem USB-Netzteil. Dann ist hier eine kleine SD-Karte. Und hier geht ein Netzwerkkabel rein. Man kann es auch über WLAN betreiben, aber es ist nur ein Netzwerkkabel. Und dann blinken hier noch so lustige Lampen. Und genau, für die, die es schon erkannt haben, das ist ein Raspberry Pi, ein Minicomputer. Man kann den auch mal aufmachen und dann kann man hier so reingucken. Da ist im Prinzip nicht besonders viel drin, aber man kann irgendwie halt zwei USB-A anschließen, man kann HDMI anschließen und Strom und Netzwerk rein. Und das ist ein Minicomputer, mit dem kann man alles Mögliche machen. Unter anderem kann man da zum Beispiel so eine Art lokalen Media-Server dran betreiben und sich das ins Zuhause irgendwo hinstellen. Oder was man damit machen kann, man kann sich damit einen Werbeblocker bauen. Ach, und das habe ich gemacht. Das hattest du schon erzählt, ne? Mit dem, ja. Wie hieß der genau, noch? Cool. Das nennt sich Pi-Hole. Und die Idee dabei ist halt, dass also man kennt ja so Werbeblocker, die man im Browser einbauen kann, also auf Softwarelösung. Das ist zwar ganz nice irgendwie, aber das funktioniert dann halt auch nur auf dem Gerät, auf dem du gerade bist. Und insbesondere auf so Smart Devices oder so ist es gar nicht so einfach. Und dann kannst du es vielleicht in einem, weiß ich nicht, Firefox auf einem Smart Device, kannst du vielleicht auch noch ein Add-on reinpacken. Aber wenn du dann in deiner Twitter-App bist oder so, dann funktioniert es da schon wieder nicht, wenn du da irgendwie was liest. Das Schöne ist jetzt, dass ich, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann wird die Werbung weggeblockt und zwar in allen Geräten, die hier bei mir zu Hause im LAN oder WLAN hängen. Und das funktioniert so, dass das Internet ist ja so, dass man irgendwie, es gibt diese telefonbuchartigen Dienste, DNS, dass man irgendwie immer aus www.forschungsstrom.tv wird irgendeine IP-Adresse gemacht. Und um dann nachzugucken, welche IP-Adresse hinter forschungsstrom.tv steckt, geht man zu so einem DNS-Server, der einem dann halt diese IP-Adresse verrät. Und das sind üblicherweise irgendwelche Dienste, die von irgendwelchen Cloud-Anbietern oder Google oder so betrieben werden, die dann dieses Auflösen, dieses Telefonbuch-Service machen. Und man kann sich das aber auch sozusagen lokal betreiben. Und jetzt ist sozusagen für mich, ist mein DNS-Server für alle Geräte, ist jetzt dieses kleine Ding hier. Und der blockt halt diese ganzen bösen Werbeserver weg. Und das ist ganz geil, weil dann irgendwie du einfach das nicht mehr siehst, auch auf den Geräten, wo du keinen Werbeblocker benutzen kannst. Und das macht echt Spaß. Bekomme ich dann auch keine gesponserten Tweets in Twitter, in meiner App? Naja, gut, also das ist natürlich, je nativer die Werbung eingebunden ist und also die Software muss halt auf Domain-Namen-Ebene die Werbung als solche identifizieren können. Okay. Und wenn dann halt ein Bild von, ich sag mal, adservices.facebook.com nachgeladen werden soll oder so, dann wird das halt weggefiltert. Ne? Aber wenn es natürlich auf dem Level nicht unterscheidbar ist für die Software, dann nicht. Schade, ich wäre gerne mal die gesponserten Tweets von Monsanto losgeworden. Ich weiß nicht, was die sich denken, mir immer die Monsanto-Tweets da rein zu sponsern, aber ich scheine die Zielgruppe zu sein. Ja. Hey, und bitte, bitte die Interstitials von YouTube. Aber da habe ich inzwischen entdeckt, da gibt es eine ganz lustige Android-App, wo man mit so einer Art Screenscraping, ist bestimmt total illegal oder so, die auch wegbekommt. Ja. Aber ich finde an sich diesen Ansatz von Pi-Hole total überzeugend und auch elegant. Weil das Ding ist ja, nicht, wenn ich den Traffic-Blocker auf dem lokalen Endgerät habe, dann habe ich trotzdem den kompletten Traffic hin zu meinem Gerät. Aber da soll der Kram gar nicht erst hin. Das ist ja, ich will meine Bandbreite für was anderes benutzen. Ja, das soll gar nicht erst dahin kommen. Und dann ist das doch elegant. Das ist ein guter Punkt. Und ein,
ein technisches Detail, eine Nachfrage. Das heißt, der abonniert irgendwelche Blacklists. Der hat Filterlisten als Abo, schätze ich mal, oder? Genau. Also, wenn ihr noch 2 Minuten drüber reden wollt, kann ich euch auch mal irgendwie das Backend mal zeigen, wenn ihr wollt, wie man sich da einloggen kann. Ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber ich könnte mal versuchen, meinen Screen freizugeben, Claudia, wenn du. Ja, ja, das kriege ich hin. Wenn das für dich okay ist. So. Jetzt muss ich natürlich hier nochmal dahin gehen. So, kommt da schon was durch? Ja, wir sehen, was du tust. Genau. Ja. Und ihr seht mein Browserfenster, wo hier oben Pi-hole steht. Ja. Super. Genau, also das ist nämlich dann auf die Gefahr, dass ich jetzt hier alle Datenhosen runterlasse und ihr alles seht, was ich hier alles weggefiltert wird bei mir zu Hause gerade. Aber es ist halt so, das ist die Web-Schnittstelle, also das ist ja auf einer internen IP liegt das hier und da läuft ein Web-Server, sodass ich halt von überall hier intern drauf komme. Und zum Beispiel hier sieht man, dass innerhalb der letzten 24 Stunden von 30 verschiedenen Geräten sind 46.000 Anfragen gestellt worden. Davon sind knapp 16.000, also ungefähr ein Drittel geblockt worden. Und, 30 Geräte sind 30 Geräte, die ihr benutzt, oder? Keine Ahnung, was hier alles so rumfunkt. Aber gut, halt jeder, was weiß ich, auch ein Drucker oder sowas, ne, der am Netzwerk hängt. Also, ja. Ja, ja, ansonsten gibt es hier schon ein paar Geräte. Und ja, das sind also Blacklists, die ich abonniert habe, die insgesamt irgendwie 736.000 Domains blocken. Und hier sieht man jetzt so eine Zeitskala über die letzten 24 Stunden, wo der grüne Traffic durchgelassen ist und der graue rausgefiltert ist. Und da siehst du irgendwie richtig, in der Nacht ist wenig legitimer Traffic, wenig grüner Traffic. Und gerade der gefilterte Traffic geht hier voll durch. Und dann, wenn die Leute irgendwann aufwachen, dann ist hier mehr humaner Traffic. Was habt ihr denn da 16 Uhr gemacht? Also das sind, ich glaube, das sind mein Podcatcher, der halt alle paar Stunden in sehr regelmäßigen Abständen sich neue Podcasts runterlädt und dann halt von meinen 160 Subscriptions irgendwie so die ganzen Podcast-Feed upcrawlt. Naja, und dann kannst du hier halt alles Mögliche einstellen. Hier siehst du noch, wie die einzelnen Clients sich verhalten. Hier siehst du dann irgendwie, was nach welchen Regeln geblockt wurde. Und ja, hier siehst du dann zum Beispiel auch mal so URLs, graph.instagram.com und ich weiß nicht, irgendjemand scheint hier Pinterest zu benutzen. Was weggeblockt. Ja, und kalender.google. Ja, aber permitted. Sehr aber, gut. Genau. Mr. Capture wirft gerade ein, feste IPs, dagegen hilft es nicht. Entschuldigung, wie meinst du das? Hilft aber nicht gegen feste IPs, fragt Mr. Capture. Es hilft nicht gegen feste IPs, das verstehe ich jetzt inhaltlich ehrlich gesagt nicht. Wenn das also, nicht über einen Domainnamen kommt, sondern du direkt von einer IP. Ach so, okay. Also wenn der Werbeserver direkt über eine IP-Adresse angesprochen wird, ja, das mag wohl sein, ja. Aber ich muss sagen, ich sehe, also weiß nicht, ob die Pi-hole-User bisher so wenige sind, dass es die Werbeindustrie am Hintern vorbeigeht. Aber ich sehe seitdem keine Werbung mehr. Manchmal sehe ich allerdings auch einige Webseiten nicht mehr, die ich eigentlich ganz gerne gesehen hätte. Und dann muss man halt dieses Overblocking manuell durch Whitelisten pflegen halt irgendwie wieder hinkriegen. Ja, aber genau, du hast mich inspiriert durch dieses, ich räume im Januar mal irgendwas auf und da habe ich mal mein Internet ein bisschen aufgeräumt. Freut mich. Toll. Cool. Ja, und wie gesagt, kann sich jeder machen. So einen Raspberry Pi gibt es irgendwie für wenig Geld. Ich hatte noch so einen ganz alten, allerersten Generation, der hier 4-5 Jahre unbenutzt rumflog und auch auf dem geht das und es floppt. Ja. Früher hätte man gesagt, Zigarettenschachtel groß. Aber heute würden einen Kinder mit großen Augen angucken und fragen, was soll das sein, eine Zigarettenschachtel? Wir Alten wissen das natürlich noch. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Gibt es noch Zigarettenautomaten? Okay, Fragen über Fragen. Ja, ich aber Claudia, was sagt denn das Internet? Ist das Internet stabil? Ich verschrei's nicht, ja. Sollen wir nicht drüber reden? Besser nicht, vielleicht hört es uns ja. Okay. Oh Mensch. Das Internet hat es noch gehört. Ja, das wäre schlecht, das wäre total schlecht. Ah, Mr. Prosser hat den richtigen Vorschlag. Kassettenhüllen groß.
Oh ja, das ist natürlich Kassettenhüllen groß, ist noch retro-lieblicher. Ja. Danke. Genau, er hat nicht so eine negative Assoziation. Genau, genau. Also ich kann definitiv sagen, Kassettenhüllen groß ist eine sehr ideale Größe, um mit Playmobil zu spielen. Da habe ich früher sehr viel Erfahrung mit gesammelt. Also dann Kassetten zu Landschaften und Inseln zusammenschieben und dann mit Playmobil-Figuren drauf spielen. Apropos Retro und mit Figuren spielen. Das ist eine Überleitung zu einer kleinen Sache, die ich auf spezielle Anregung von Claudia hin euch mal eben zeigen möchte. Allerdings unter der Maßgabe, dass ich dafür gleich eine ganz datenintensive Website speziell in meinem Chrome-Browser öffnen muss. Und wenn hier gleich irgendwie mein Feed in einem Rauchwölkchen endet und ich nicht mehr zu sehen bin, wisst ihr, woran es gelegen hat. Macht euch keine Sorgen. Es liegt daran, dass mein Uraltrechner hier die... Ansonsten kann ich ja, ich suche den Link vielleicht mal raus und poste ihn. Echt? Genau. Ja. Wir können es ja mal spaßeshalber einmal versuchen. Wenn es gar nicht geht, dann lassen wir es. Und auf jeden Fall kannst du den Link mal posten. Genau, genau. Jetzt, ihr scheint ja schon beide zu wissen, oder ja klar, dass Lambert weiß, worüber er redet, ist mir klar, aber ich weiß noch überhaupt gar nicht, worum es geht. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt hier. So, jetzt werde ich die eigentliche Frage, Lambert, bist du in deinem Chrome, in deinem alten Google-Account eingeloggt oder hast du dich da auch schon ausgeloggt? Stimmt. Ah, das ist eine gute Frage. Ihr werdet meinen Google-Account sehen, allerdings verspreche ich euch, es ist nicht synchronisiert mit online. Mal gucken. Sagt mal, ob ihr was seht und ja, was tauglich aussieht. Es sieht tauglich aus, finde ich. Ja. Ja. Okay. Ja. Da passieren Dinge, das klingt gut. Ich bin happy. Ich muss jetzt mal gucken, wo kann man nochmal beim... Ist egal, ich lasse es einfach mal so. So, und jetzt bin ich mal ganz risikofreudig. Also was ihr hier seht, erstmal die... Website beschrieben kurz, ist von der Spiele-Engine Unity. Das ist einer der beiden großen, auf dem Markt dominierenden Engines, auf denen Computerspiele entwickelt werden. Und die haben so ein Schaufenster natürlich, wo so kleine Demos, kleine Sachen gezeigt werden, die mit Unity gebaut worden sind. Mhm. Ja, jetzt lädt es natürlich hier nicht mehr. Tja, okay. Ja, war vielleicht doch eine Illusion. We tried, ja, genau. Seite reagiert nicht. Ja, gut, okay. Dann guckt euch den Link nachher in Ruhe an. Das dauert auch bei euch wahrscheinlich zu Hause ein bisschen, bis sich das aufgebaut hat. Ich beschreibe euch jetzt mal auf dem Trockenen, was ihr da sehen werdet und höre auf mit dem Stream hier. Jo. Und zwar dieses Schattentheater Karagöz ist eine total alte, total traditionsreiche türkische Form von Puppentheater. Und der Witz bei diesem Karagöz ist, dass man... Du hast den Link, Claudia, oder soll ich das reingepostet? Ich habe ihn reingepostet, ja. Okay, danke, ja. Der Witz dabei ist folgendes, das kommt irgendwie aus dem 16. Jahrhundert oder so und man hat so bunt angemalte Papierteile, die miteinander verdrahtet sind und so, das sind dann so Figuren, die man 2D spielen kann über so Stangen und die bewegen sich ganz vielfältig. In dieser einen Demo, die ihr da seht, ist zum Beispiel eine Figur mit einem Hut und die kann sich den Hut abschieben. Das war der Signature-Move heute zum Einstieg. Und das ist auch längst immaterielles Weltkulturerbe, diese Art von zweidimensionalem Schattentheater, hat eine ganz reiche Tradition. So, und jetzt überlegt euch mal Folgendes. Was macht man eigentlich, wenn man ein uraltes, also wirklich 400 Jahre altes, Puppenfiguren hat in dieser Art? Ja, das sind dünne Papierscheiben, auf die was draufgedruckt ist. Okay. Man hat die. Die liegen in der Vitrine. Schön. Man kann sie durch eine Vitrine angucken. Aber der eigentliche Spaß erschließt sich ja erst, wenn man sie bewegt, wenn man damit spielt. Naja, was passiert, wenn man mit 400 Jahre alten Papiersachen spielt? Okay, man darf es gar nicht.
Sie gehen kaputt. Ja, man darf es nicht. Sie gehen kaputt. Alles, was ihr euch ausmalen könnt. Aber daraus erschließt sich erst, was der Witz sind. Das sind nicht Sachen zum in der Vitrine angucken. Die muss man bewegen. Ja. Und die werden in Unity bewegt. Genau, exakt. Schritt 1 ist, das hätte man schon früher machen können. Man digitalisiert sie. Okay, schön und gut. Man macht ein hochauflösendes Bild von all den Sachen. Und dann kommt Unity um die Ecke und man kann heutzutage relativ mühelos etwas daraus machen, wo man nicht eine vorgegebene Geschichte, das wäre so der alte Museum-Style, ja? Ich habe sozusagen mein Narrativ, wie ich es erzähle, wie idealerweise so ein Theaterstück ausgesehen haben mag. Das erzähle ich runter, linear, vorgegeben. Aber mit Unity erzeuge ich also etwas mit einem vertretbaren Aufwand, das ist nicht schwer eigentlich, erzeuge ich etwas, wo ich andere damit spielen lasse. Und das ist wirklich so ein i-Tüpfelchen von, dass man so Kulturerbe mit digitalen Mitteln erhält und erlebbar macht und so weiter und überhaupt zugänglich macht. So. Und das ist so eine Sache, wo wir uns bei diesem NFDI for Culture, das ist nationale Forschungsdateninfrastruktur für Kulturwissenschaften, verstärkt drum kümmern wollen. Also wir haben gerade hier in Hannover da so einen Schwerpunkt, wenn ihr tolle Ideen habt, was man mit Unity noch entwickeln könnte und zum Leben erwecken könnte oder so, was erhaltenswert ist, sagt uns Bescheid, arbeitet mit uns zusammen. Das ist voll das heiße Eisen. Ja, danke, Laban. Ich fand das so schön. Ich habe das gesehen, habe gedacht, das ist der Hammer, dass man mit quasi jetzt mit so alten Sachen spielen kann. Weil, dazu sind sie da. Das ist Spielzeug, nicht? Also, ja, genau. Ja, das ist richtig gut. Ja, aber ist dieses Unity, das klang jetzt nicht gerade wie irgendwie die Open Source Philosophie, die ihr beiden sonst hier immer so gerne predigt, oder? Ja, hast ja recht. Also ich finde bei diesen Open-Sachen ist ganz wichtig, dass sozusagen Openness ist ja kein Selbstzweck, nicht? Also man hat sozusagen bestimmte Zwecke, die man hat. Also man hat zum Beispiel jetzt in diesem Fall die hochauflösenden Digitalisate, die lizenziert man frei im Netz, ne? Jeder kann damit alles machen und so. So, und dann hat man irgendwie eine Engine, die ist proprietär, aber sie ist eben im Moment das Allerzugänglichste, Allereinfachste. Und dann spielt man damit los. Ich finde es angemessen in dem Fall. Es gibt auch tatsächlich, wie heißt denn das Ding? Es gibt auch eine Game Engine, die ist open. Naja. Ja, und dann, wenn man genauer hinguckt. Schreibt es in den Chat, wenn ihr es genau. Schreibt es in den Chat. Welche Game Engine ist open source? Und zur Ökonomie von Unity könnte man noch einiges sagen. Das Problem ist natürlich auch, du hast dann immer so einen Rattenschwanz von so einer Verwertungskette dranhängen. Das Ding ist auch deshalb so groß, weil natürlich dann bestimmte Plattformen zur Distribution von Spielen, so eine Art Play Stores, da dranhängen und so. Ja, das stimmt. Hat man dann auch alle. Das ist so, das ist ein Problem. Ja. Ja, gut. Das war aber schön. Das habe ich heute gesehen und da haben wir ja kurz drüber gesprochen. Also ich war voll begeistert. Das ist so eine schöne Idee. Ja. Ist cool. So, haben wir Themen aber mitgebracht? Haben wir Themen? Wir haben ja Themen mitgebracht, ne? Ja. Wie hieß nochmal, unser Titel hieß Ohne Gewehr, ne? Genau. Von der Sendung heute. Ja. Wieso hieß der nochmal so? Wegen dem Vodafone Internet bei mir. Nicht schießen, ohne Gewehr. Ach so, ohne Gewehr, ja. Nein, nicht mehr, weil die. Aber ich habe jetzt, manchmal gucke ich so Tagesschau-Stream, wenn irgendwie Kinder einschlafen. Und dann dachte ich auch immer nur, so dieses ohne Gewehr kommt immer bei den Lottozahlen. Dann habe ich mich gefragt, wieso um Gottes Willen, oder nein, wieso um des fliegenden Spaghetti-Monsters Willen, werden eigentlich in der Tagesschau von Glücksspielen Zahlen vorgelesen? Ich meine, in welchem Jahrtausend lebe ich eigentlich? WTF? Ja, danke. Sollen wir mal die Staumeldung im Forschungsstrom durchsagen oder was? Ich meine, es hackt doch, oder was? Ich dachte, wir spielen noch eine Candy Crush. Ja, bis vor einem Jahr hätte ich dir voll zugestimmt. Jetzt nur noch so 90%, weil wir... Erklär mir die 10%. Hast du in der Glücksspirale gewonnen? Hast du Lotto gewonnen? Nee, dafür hat man ja Bitcoin. Aber Nein. Aber Mensch, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Was ich nur sagen wollte, ist, wir hatten diesen Kulturhackathon Coding Da Vinci, der war kofinanziert von, jetzt haltet euch kurz fest, Niedersächsische Lotto Sportstiftung. Und das sind ganz, ganz nette Menschen, die ganz tolle Projekte fördern. Und das gäbe es nicht, wenn
es nicht diese hässliche, auch in der Tagesschau beworbene Sache gäbe. Ja, aber das ist so ein bisschen so wie Amazon hat eine Stiftung für iPads für Schulkinder, aber zahlt keine Steuern. Also es tut mir ein bisschen, also ja, ich, ja. Nee, sag ruhig. Ja. Sollte man sich nicht von der Lotto-Sport-Stiftung finanzieren lassen? Doch. Also man kann das machen. Ich bin nur nicht, also ich finde so, also man darf keine Game-Shows zu bestimmten Uhrzeiten und alles ist reglementiert und ich muss da Henning zustimmen. Warum machen wir dann in der Tagesschau Lottoziehung? Also. Ja, ich verstehe euren Punkt. Das ist richtig. Ja. Das ist komisch, ja. Aber gut, dann war ohne Gewehr war eigentlich anders gemeint. Ja, genau. Ohne Gewehr war eigentlich anders gemeint. Wir sind wieder vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Also pass auf, ich sag wieder einen kurzen, jeder so wieder seinen kurzen Titel von dem, ja, was er mitgebracht hat. Und dann kann wieder im Chat mal überlegt werden oder wir überlegen uns, was passt. Also. Mein Titel ist Lasso. Und mehr sagst du dazu nicht? Komm, hol das. Also, nein. Lasso. Ich bin ja als Henning the Downer Krause für die Downer-Themen bekannt. Deswegen lautet mein Titel Underground Science. Okay. Das ist ein Downer im wörtlichen Sinne. Okay. Lambert? Das, da muss ich erstmal drüber nachdenken und das verstehen wieder. Das ist so um so und so viele Ecken gedacht. Nein, gut, okay. Meiner ist, ist nur ein kleiner Pieks. Aha, okay. Also, ein kleiner Pieks. Also mein Thema hat tatsächlich am Anfang eine Triggerwarnung stehen. So, deswegen ist es vielleicht jetzt nicht total verkehrt, wenn wir das ans Ende stellen? Ich weiß es nicht. Also. Ja, gut. Kannst du, oh, was für eine Art Trigger denn? Oh Gott. Tiere. Also, wenn jemand mit einem bestimmten. Warum... Oh, okay, wir können auch damit anfangen. Nee, und dann sagen, nein, wir mit den Leuten. Nein. Kommt in 20 Minuten wieder, wenn ihr ein Problem mit Tierart X habt. Nee, wir können doch. Können doch, okay, dich ans Ende stellen. Okay. Ja, das ist gut. Okay. Gut. Ja. So, Heptashorn schreibt Lambert, Henning, Claudia. Wäre ein Vorschlag. Ja, gut, dann machen wir das. Ich liebe es, wie unsere Zielgruppe immer so super sicher über irgendwelche Sachen urteilt, wo sie noch gar nicht weiß, worum es dann geht. Aber okay. Es gibt auch eine Liste der Game Engines mittlerweile. Ja, wikipedia.org hat ein. Geil. Ja. Oh, danke, Mo Katz Blue. Mo Katzius. Mö Katzius? Wie spricht man das aus? Sag doch mal, wie man das ausspricht. Cooler Sandel. Also Mann. Ja. Bitte einmal in Lautschrift, naja, gut. Ja. Nee, okay. Ist echt so, es ist undisputed, diese Reihenfolge. Ja. Ja, Lambert, dann musst du pieksen. Okay, gut. Dann, ja, jetzt muss ich wieder, oh. Ich werde nichts von meinem Bildschirm teilen. Ich muss nur, ich. Mo, okay, wir können Mo sagen. Mo, Katzius, cool, ja. Ich werde jetzt, während ich rede, parallel nochmal den Link reinreichen eben von dem Paper, um das es geht. Also, es geht um eine Studie, die ich euch ganz kurz vorstellen will, über die ich vor gut 2 Jahren mal gestolpert war, die ich total begeistern fand und die ich jetzt nochmal wieder hervorgekramt hatte und nochmal ein bisschen gründlicher gelesen habe und dann auch wieder ein bisschen über, ja, meine Meinung dazu geändert habe, wie das dann manchmal so ist, wenn man genauer hinguckt. Aber es ist trotzdem eine coole Studie, es ist eine richtig coole Idee eigentlich. Und zwar geht es so ein bisschen um die Frage, da, wie gesagt, vor 2 Jahren, aber es war eben damals schon ein Thema, Eltern, lassen die ihre Kinder impfen? Wie ihr wisst, das machen nicht alle Eltern. Es gibt Eltern, die lassen ihre Kinder nicht impfen und zwar nicht aus Nachlässigkeit nicht, sondern absichtlich nicht. Das ist ein fettes Thema. Und die Frage ist so ein bisschen, jetzt mal so ganz, ganz ernst genommen, warum machen die das wirklich nicht? So. Und wenn man dieser Sache auf die Spur kommen will, weil das ist, wäre ja die Grundlage dafür, zu intervenieren und diese doch sehr wichtige Sache, dass Kinder geimpft werden, daran vielleicht doch was zu ändern und die Impfrate hochzukriegen oder so, gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie man das erforschen kann. Nicht? Also es gibt natürlich jede Menge Statements, die kann man erstmal so
wörtlich beim Wort nehmen und dann abklopfen und versuchen zu widerlegen, bla 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 oder so. Man kann das aber auch anders angehen und da gibt es diese junge Psychologie-Doktorantin namens Afnika Amin. Und natürlich, wir wären nicht Forschungsstrom, wenn ich als allererstes mal den Twitter-Handle von ihr hier teilen würde. Sehr gut. Ich bin nicht eingeloggt bei Forschungsstrom. Ich pack's mal hier eben in den Discord, wenn das okay ist. So, ganz kopieren, ja. Oh, danke, okay, ja. So, und Afnika Amin hat an der Emory-Universität zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, Atlanta in den USA, diese Studie gemacht, wo sie von einer Theorie zunächst mal ausgeht. Das nennt sich Moral Foundation Theory. Das ist nicht nur in den USA, glaube ich, in der Theorie gerade sehr Mainstream. Ich kenne mich nicht mit Psychologie wahnsinnig aus. Es gab früher mal zum Thema moralische Urteile in der Psychologie Piaget, das ist so der Klassiker. Also selbst als Psychologie-Laie hat man den Namen vielleicht mal gehört. Da war so ein bisschen die Überlegung, naja, so ein kleines Kind zum Beispiel macht bei seiner moralischen Entwicklung so bestimmte Stufen durch. Das muss man sich dann so vorstellen. Das Kind wird ja schlauer und dann versteht es bestimmte Sachen. Ah ja, ich darf jetzt andere Tiere nicht pieksen, weil die haben auch Gefühle und so. Und dann entwickelt es sich immer weiter oder so. Das ist so ein klassisches Modell. Und bei diesen Moral Foundations Leuten, das ist jetzt erst aus den Nullerjahren dieses Jahrhunderts, das ist dann so ein bisschen anders. Die sagen, naja, in Wirklichkeit ist es ja so, man hat so eine Art moralische Intuition. Also es gibt so ein paar große Themenbereiche, wo man so grob eine Orientierung hat. Und wenn man jetzt eine Frage gestellt bekommt, wie schätzt du es ein? Findest du es gut oder findest du es böse? Dann urteilt man auf Grundlage dieser moralischen Intuition, also eher auf einer emotionalen Ebene, und holt sich nachträglich rationale Argumente ran und behauptet, deswegen sehe man das so. Das ist, glaube ich, eine Theorie, die können wir alle mit unserem gesunden Menschenverstand sofort einsehen, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist, nicht? Also das ist nicht nur bei ganz komischen, psychologisch komischen Leuten so, sondern das ist natürlich auch im Alltag bei uns allen mehr oder weniger so erstmal, ja, das ist eine Alltagspsychologie, so. So, und jetzt sagen die Moral Foundations Leute, man kann so 5, 6 große Bereiche abstecken, naja, und dann kann man den Leuten so einen Fragebogen vorknallen und dann hat man so eine Art Profil von denen in diesen 5, 6 Skalen, wo stehen die jeweils? Mhm. Und ich will jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Pointe vorweg, worauf die Afnika Amin hinaus will, ist, dass sie sagt, ich gucke mir mal die Leute an, frage sie, ob sie so aus grundsätzlichen Gründen ihre Kinder nicht impfen wollen oder doch. Oder ob sie nur so ein bisschen skeptisch sind. Also ungefähr 3 Klassen habe ich dann. Mhm. Und danach frage ich sie mal so total unrelated, was so ihre Moral Foundations sind. Und dann korreliere ich das. Und dann habe ich im Ergebnis, ohne jetzt mich mit denen genau über ihre komischen Verschwörungstheorien übers Impfen unterhalten zu haben oder so, kann ich sagen, Leute mit den und den moralischen Intuitionen, das sind die, die da Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu impfen. Das ist so die Grundüberlegung. Und das ist eigentlich eine ganz faszinierende Vorstellung, weil wenn das stimmt, dann könnte man sich bestimmte Interventionen sparen und lieber direkt auf das gehen, worum es bei diesen Leuten geht und sie auf der Ebene ansprechen. So. Und bevor ich das jetzt auflöse, was das ist, was, also sie, so, sagen wir mal so, ihre Studie kommt zu einem positiven Ergebnis. Sie benennt da bestimmte, also sie hat ein Sample von 1000 Erwachsenen. Naja, ist ein bisschen wenig. Sie korrigiert das so ein bisschen demografisch gegen Gender und gegen politische Meinungen. Ja, okay, kann man machen. Und bekommt dann relativ deutlich raus, also so in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, das ist wahrscheinlich statistisch gesehen schon relevant oder sowas, gibt es bestimmte moralische Intuitionen, die bei diesen Leuten, die da ihre Kinder nicht impfen lassen, ganz also viel stärker vertreten sind als bei den anderen. So, und jetzt mache ich natürlich einen kleinen Quiz daraus und lasse euch das erraten. Ja, aber okay. Ja, aber um das zu machen, muss ich euch ganz kurz diese 5 oder 6
Values mal eben vorstellen. Ja, weil ich frage mich schon die ganze Zeit, wie fragt man denn jemanden nach einer moralischen Intuition? Ich könnte ja gar nicht sagen, was meine moralischen Intuitionen sind. Doch, kannst du, Claudia. Ja. Aber nicht, wenn du mich so fragst. Was sind denn deine moralischen Intentionen? Nee, ja. Ich muss dir natürlich, das ist dann die hohe Kunst dieser ganzen psychologischen Befragerei. Ich lege dir 2-3 Sätze vor, die du auf einer Skala von trifft total zu bis auf trifft gar nicht zu bewerten musst. Ja, gut. Das sind so Fragen, das sind so Sätze, das macht jetzt, glaube ich, vielleicht gar nicht so viel Sinn, das so zu diskutieren oder sowas. Okay. Nur, dass ihr so eine Vorstellung dafür bekommt, oh, das meinen die also mit dem oder so, ja? Mhm. Also, also es gibt so eine Dimension, die ist zum Beispiel Schaden und Leuten helfen, also Care, dass sie keinen Schaden erleiden. Also wenn man zum Beispiel so einen Satz vorgelegt bekommt, wie eine der schlimmsten Sachen, die ein Mensch machen kann, ist ein wehrloses Tier zu verletzen. Ja, eine der schlimmsten Sachen, da kann man sagen, nee, ist doch egal oder so. Mhm. Nee, trifft gar nicht zu gut. Aber man kann sagen, oh ja, Ich habe das schon mal erzählt, Mensch, dass mir das näher geht als Gewalttaten an Menschen. Ne? Ja, Tiere verletzen. Nach der Moral Foundations Theorie wärst du dann ganz klar in dem Spektrum, dass du sagst, ja, das ist ein hoher moralischer Wert für mich. Care und so. Oder ich will noch ein weiteres Beispiel nennen. Fairness. Gerechtigkeit. Also es ist so ein, nehmen wir zum Beispiel mal den Satz, Gerechtigkeit ist die höchste Anforderung an eine Gesellschaft oder so. Ja, also es ist jetzt ein bisschen abstrakt, ja, aber das ist so, oder es ist eine besonders hohe Anforderung an eine Gesellschaft. Ja, kann man mehr oder weniger gut finden. Oder noch ein Beispiel. Es gibt so etwas wie Loyalität zu irgendeiner Gruppe, zu der man gehört oder so, als moralische Intuition, die man einfach als grundlegenden Wert hat. Leute sollten loyal sein gegenüber ihren Familienmitgliedern oder bei ihnen stehen, selbst dann, wenn sie was Falsches gemacht haben oder so. Also jetzt mache ich noch einen, Autorität. Männer und Frauen jeweils haben unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft zu spielen oder so. Und jetzt habe ich noch einen. Nein, wir wollen das hier nicht diskutieren. Ach so, nicht. Schade, ich hätte da eine Meinung zu. jetzt kommt noch einer. Jetzt kommt noch einer, und zwar ist das sowas wie Reinheit oder sowas oder ja. Menschen sollten nicht Sachen tun, die abscheulich sind, selbst wenn niemand dabei verletzt wird. Und jetzt kommt noch einer, das ist jetzt Nummer 6, glaube ich. Das ist sowas wie Freiheit. Ich habe leider kein Beispiel-Item gerade hier vor mir. Ich versuche das gerade so ad hoc vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, aber da habe ich jetzt nicht mal ein englisches Item vor mir. Aber das wäre dann wahrscheinlich sowas wie einer der höchsten Werte einer Gesellschaft sollte sein, dass jeder Einzelne sich entscheiden kann, wie er sich in wichtigen Fragen verhält oder so. Vielleicht sowas in der Art, ne? Ihr versteht. Also ich glaube, ihr versteht so ungefähr die Werte, um die es geht. So, und jetzt Quiz-Time. Also was ist denn bei den Leuten, die ihre Kinder nicht impfen lassen, aus Prinzip? Worum geht es bei denen? Geht es bei denen um Care? Geht es bei denen um Fairness? Geht es bei denen um Loyalität zu irgendeiner Gruppe, die man gehört? Geht es bei denen um Autorität? Geht es bei denen um Reinheit? Oder geht es bei denen um Freiheit? Bitteschön, jetzt seid ihr dran. Ich sag Reinheit und Care. Also die sich impfen lassen und die sich nicht, also die ihre Kinder impfen lassen oder nicht? Die ihre Kinder nicht impfen lassen. Also Henning hat eingelocht, okay. Gut, dann gehe ich auf was anderes. Dann gehe ich auf Freiheit und mh,
Zur Auswahl gibt es Care, Fairness, Loyalität, Autorität, Reinheit, Freiheit. Ich glaube ja, es wäre jetzt sehr paradox, aber ich gehe jetzt mal auf Freiheit und Autorität. Die Kombination halte ich ja für äußerst paradox, weil ich dachte, ich will was anderes tippen als Henning und ich warte noch, ob der Chat vielleicht auch noch einen Tipp hat, was da kommt. Weil das ist schon, Autorität und Freiheit. Ha, hier, Mo hat dieselbe Meinung wie ich. Es ist paradox, aber ich würde das jetzt auch tippen, so. Ja, sehr gut. Komm, löst mal auf. Okay, ja. Ich muss sagen, es erstaunt mich, dass nicht mehr von euch bei Care sind. Also ich hätte, glaube ich, bevor ich die Studie kannte oder so, stark auf Care getippt oder sowas. Ja. Ja. Okay, soll ich auflösen? Gut. Ja. Also es ist tatsächlich, eure Tipps sind gar nicht so schlecht, jeweils beide. Es ist tatsächlich Reinheit und Freiheit. Okay. Ja. Und das ist schon interessant. Also die gute Forscherin geht hin, das ist so ein bisschen so eine Post-Ex-Sache in der Studie, die, glaube ich, einer genaueren Prüfung vielleicht nicht standhält, aber was sie macht, ist, dass sie mit diesem Wissen aus der Umfrage sich dann nochmal impfkritische Websites anguckt und sagt, ja, da findet man das ja auch. Da sind viele Statements zu diesen Themen. Das funktioniert so natürlich nicht. Also was man als, wenn man jetzt diese Studie mal unterstützen wollte oder widerlegen wollte, was ich mal anbieten würde als Folgestudie, wäre wirklich mit einer Inhaltsanalyse auf impfkritische Websites oder YouTube-Vorträge loszugehen und zu gucken, welche Themen, also welche moralischen Werte werden da behandelt oder so. Wow. Aber wenn man das Ergebnis hat, kann man das sich vorstellen. Denn natürlich ist es so, dass solche Dinge wie in den Impfstoffen sind unnatürliche Substanzen drin. Was Chemisches, genau. Oder der Körper muss sich selbst helfen. Das ist ja das aus dem Inneren muss das kommen. Also solche Sachen sind schon geläufig, die passen sehr gut zu dem Item Purity, zu Reinheit. Das muss man sagen. Und bei der Freiheit ist es dann so, dass dieses ganz Abstrakte zu sagen, hey, ich lasse mir nicht von irgendjemandem sagen, was ich machen soll oder so, dass man das total überhöht und sagt, nee, die da oben wollen mir immer sagen, was ich machen soll. Da wehre ich mich aber um jeden Preis drum oder so, ohne genauer zu prüfen, was das ist, was die von mir wollen oder so. Oder wer mich dazu anstiftet, genau. Beeinflusst. Genau. Und jetzt sagt die Afnika Amin, genau, dann muss man halt mal sagen, passt auf, aus eurer Freiheit heraus, nehmt mal Verantwortung für eure Kinder. Ja, ihr habt die Entscheidung zu treffen, aber es sollte eine gute Entscheidung sein für eure Kinder. Deswegen lasst sie impfen oder so. Und das ist natürlich im Prinzip, wäre das dann ein positives Ergebnis, so eine Art Transferleistung aus diesem Forschungsergebnis, wenn es denn stimmt, dass man sagt, hey, so könnte man die Leute besser ansprechen, als wenn man jetzt zum Beispiel auf der Ebene von Care oder so über solche Werte geht. Ne? Mhm. Und das ist so eine Überlegung. Oder man könnte auch zum Beispiel argumentieren, wenn man das Reinheit-Ding reinbeziehen will oder so, dass man sagt, hey, es gibt eine natürliche Immunantwort, das ist ja auch naturwissenschaftlich, also es ist ja richtig, unterstützt, ne? So, dass man sagt, ja, Reinheit stimmt, ist was dran, aber um das voranzubringen, um das zu stärken in eine bestimmte Richtung, auf eine neue Bedrohung hin. Tja, was meint ihr zu so einer Art Studie? Ich weiß es nicht. Was ist davon zu halten? Ist es eher hilfreich oder wie schätzt ihr es ein? Ich sag mal, in Berlin gibt es eine einfachere Methode, die Menschen zu identifizieren, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Die fragst du nämlich erstens, wohnst du in Prenzlauer Berg und zweitens kommst du aus Schwaben. Oh. Und dann hast du schon mal ein paar sehr gute Signifikanz-Level. Aber gut, das war nicht ernst gemeint. Okay. Also ich habe ja eine direkte Assoziation. Also
wenn ich mir Produkte angucke, die gerade Leute, die, also die, die wirklich so dieses Reinheitsdenken haben, die ja oft sagen, ne, keine Chemie, nichts Künstliches und ich trinke einen grünen Smoothie und mache Detox mit irgendwelchen, mit Spinat und so. So, und dass natürlich in natürlichen Produkten auch Sachen drin sind, die schädlich sein können. Also es gibt im Moment so eine ganz große Kampagne, wie der Marketing, diese Akne-Creme. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, soll so ein Wundermittel sein. Und da drin ist Schieferöl. Und das ist gar nicht so gesund. Natürlich. So, es ist aber natürlich. So, und genau, und da ist halt, genau, da ist halt das so Problem. Und aber das Wording, dass es etwas Natürliches ist, führt dazu, dass die Leute es benutzen. Also wäre vielleicht die Idee, Impfen als etwas Natürliches umzuframen, um, also ich meine, diese Akne-Creme ist auch nicht natürlicher als ein Impfstoff. Also da wird Schieferöl mit irgendwelchen anderen Sachen und Emulgatoren zusammengerührt und gemixt und dreimal geschleudert. Und also da wird ja auch chemisch gearbeitet, aber es ist natürlich ein natürlicher Inhaltsstoff. Also das Framing ist ein anderer. Ist trotzdem eine Salbe, die du in der Apotheke kaufen musst. Da habe ich gerade so das Bild, ob man das umframen könnte. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber es wäre natürlich ein Ansatz, der sich aus dem Paper ergeben kann. Klingt gut, ja. Also was ich komisch finde bei dieser ganzen Impfdiskussion ist, dass die, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich lasse mich gerne korrigieren, vielleicht habe ich da was nicht richtig mitbekommen, dass aufgrund von bestimmten impfkritischen Ideologien, wo zum Beispiel immer auf die Aluminiumsalze als Wirkstoffverstärker eingegangen wird oder so, dann wiederum bei der Entwicklung von Impfstoffen darauf eingegangen worden ist. Ja, also sozusagen man kann heute sagen, hey, diese Aluminiumsalze, das ist echt egal. Da braucht ihr keine Sorgen drum zu haben. Das ist wirklich kein Ding, ja. Aber sozusagen statt darauf zu beharren, dass es echt kein Ding ist, geht man darauf ein und sagt, okay, wir machen jetzt echt forscherischen Ehrgeiz oder so, Impfstoffe zu entwickeln, die diese Aluminiumsalze nicht brauchen. Mhm. Und das finde ich schon speziell, muss ich echt sagen. Also das ist schon, nicht, dass ich jetzt einen konstruktiven Gegenvorschlag hätte, hey, also darum geht es beim Impfen, ja, dass man dass man eine so und so hohe Akzeptanz erreicht, ja, weil das ja nicht nur Self-Harm ist, was die Leute machen, so, sondern das betrifft deren Kinder, das betrifft die Gesamtbevölkerung, es betrifft besonders schwache Randgruppen und so weiter. Das muss man natürlich wollen, ja, dass sie das akzeptieren, klar. Ja. Ja, also Klecks schlägt vor, das neue Bio-Vakzin aus Bodenhaltung. Wieso nicht Freilandhaltung? Naja, gut. Ach, genau, stimmt, der Link fehlt noch zur Studie. Die musst ach du ja, noch okay, ja, das, ja, genau, genau. Ja, und das ist natürlich so eine. Sorry. So eine richtig bescheuerte Studie, mal wieder hinter einer fetten Paywall. Sorry für das. Lamba! Wo sind eure Werte hin, Kinders? Hier Closed Source Game Engine. Ist heute die Closed Source, Closed Access Variante von dir. Ich pack dir gleich so ein Schloss vor deinen Kopf. Closed Weltbild. Nee, du hier. Ich habe gerade noch mal einen anderen Link reingeschmissen. Das war diese Woche, hat Wissenschaft im Dialog ein was kann man eigentlich machen beim Thema Impfkommunikation? Das war jetzt nicht konkret, glaube ich, auf einzelne Zielgruppen im Sinne von Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, gedacht, sondern natürlich jetzt allgemein in dieser Corona-Lage und was da die Impfung angeht. Und das war jetzt ja nicht dein Thema, aber ich finde das schon ganz, ganz spannend. Und diese Woche war der NDR-Podcast mit Christian Drosten auch zu dem Thema. Wir haben jetzt diese Impfstoffe, die bisher für Menschen ab 16 respektive ab 18 freigegeben sind. Und dann kriegst du damit halt die erwachsene Bevölkerung, kannst du die halt impfen. Aber wenn wir wirklich schaffen wollen, irgendwie 60-70% Corona immun zu machen, damit die Herdenimmunität erreicht ist, dann ist das gar nicht so einfach, das nur mit den Erwachsenen hinzukriegen. Ne? Und deswegen
bei den etablierten Impfungen wie Masern, Mumps, Röteln und so weiter, klar, da lässt man seine Kinder impfen hoffentlich. Aber im Moment gibt es noch keine Studien und noch keine Zulassung, auch natürlich für Corona, was Kinder angeht. Mhm, ja. Das ist schon auch eine Herausforderung, die ich dabei sehe. Entschuldigung, Mr. Proster hat gerade das beste Zitat überhaupt. Lambert, closed source, weder Freiheit noch Care noch Reinheit. Och Mensch, trampelt bloß auf mir rum und meinen moralischen Foundations. Ja. Jetzt haben wir Lambert charakterisiert. Ja, ich bin gerne ein abhängiger Hampelmann von Elsevier. Ich kehre überhaupt nicht, sondern ich quäle kleine Tiere und Leute, die an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Genau, wenn keiner hinsieht, und machst du wirklich gemeine Sachen. Genau. Und ich will für ganz unnatürliche, unreine Forschungsergebnisse, weil das der Natur der Wissenschaft überhaupt nicht entspricht, hinter Sachen zu sein. Und das lässt du dir finanzieren von der niedersächsischen Glücksspielindustrie. Jetzt haben wir es aufgedeckt. Ja. Jetzt ist Lambert aber im Sack, glaube ich. Ne? Also jetzt können wir mal weitermachen mit dem schöneren Thema. Ja. Dein Einhorn hinter dir konnte nicht von deiner dunklen Seele ablenken. Genau. Ich finde, das ist ein sehr guter Übergang, mal auf was Schöneres. Auf was Dunkleres, Undergroundiges, was Downiges. Ja, genau. Also ich wollte euch downen, aber diesmal ist es, ich verspreche es, kein... Du versprichst so viel, Henning. Thema, sondern es geht einfach nur in den Untergrund. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das Thema, was ich gerne mit euch besprechen würde, entweder ist es Citizen Science oder es ist Guerilla Science. Ich weiß es nicht so genau. Citizen Science wäre jetzt mehr Lambert, ich bin jetzt eher bei Guerilla Science, glaube ich. Ja, kannst du mal, Claudia, dann Wenn wir schon da sind, Claudia, dann, was würdest du denn unter Guerilla Science verstehen, Claudia? Also zum Ersten, das allererste, woran ich denke, wenn ich Guerilla höre, ist tatsächlich Guerilla Open Access, also Sci-Hub und andere Methoden, um Closed Access Dinge zu umgehen. Das sollte natürlich alles nicht benutzen. Das ist das eine. Und also wenn ich jetzt aber Guerilla Science höre, denke ich tatsächlich an Leute, die Wissenschaft machen, die es sonst nicht tun. Oder an überraschenden Stellen Wissenschaft machen, wo man nicht damit rechnet. Weißt du, so Guerilla-mäßig ploppt irgendwo eine Wissenschaftsecke auf und dann ist sie auch schon wieder weg. So. Ja, oder ich hätte noch eine Variante anzubieten. Es gab Anfang der 90er Jahre, fand ich sehr, sehr cool. Da hatte ich noch mehr mit Soziologie zu tun. Da gab es Drogenforscher von der Uni Bremen, die darüber geforscht haben, was eigentlich Drogendealer so machen. Und die haben dann so Interviews gemacht und so lauter soziologische Methoden angewendet auf Drogendealer. Also die haben die einfach aufgesucht und sich mit denen unterhalten. Und total erkenntnisreich. Also richtig seriöse, gute Sachen oder so. Ja, aber wie geil ist das denn? Ich bin Wissenschaftler, ich würde gerne mit Ihnen über Drogen reden. Ja, genau. Und dann so klack, klack. Ja, ich bin Chemikerin und könnte mir vorstellen, bei Ihnen, nein, okay. Ja. Das wäre auch Underground hier, an der verdeckte... Gut, aber was ist Citizen Science, Lambert? Das musst du jetzt erklären, glaube ich, oder? Ja, ich bin... Ja, also es gibt innerhalb der Citizen Science Diskussion viel Kritik, gerade an dem Begriff. Nee, also erstmal grundsätzlich Citizen Science ist diese Idee, dass man im ganzen Forschungsprozess schon von der Forschungsfrage an Leute, die nicht im Wissenschaftsapparat drin sind, aktiv mit einbezieht in den Prozess. Das ist Citizen Science eigentlich vom Begriff her. Und es gibt aber jetzt stark eine Kritik daran, dass man sagt, naja, Citizenship und so, da ist ein Staat, der sagt, hier, du bist überhaupt nicht Bürger hier oder Bürgerin. Und deswegen sollte man es vielleicht besser Community Science nennen. Aber okay, das ist jetzt so eine Umdrehung. Also das Museum für Naturkunde in Berlin, die sind da ganz cool unterwegs, wenn man sich dafür interessiert. Ruhig mal da auf deren Website angucken. Die haben da einige echte Leuchtturmprojekte in dem Bereich. Genau, und ich bin ja auch so ein bisschen irgendwie, habe so eine gewisse Sympathie so für diese Hacker-Community, Hackerinnen und Hacker, Hexen und Hacker. Und irgendwo auf dieser Schnittstelle zwischen Guerilla Science, Hacking und
ja, Community Science, sagen wir dann besser, spielt sich also mein Thema ab. Und genau, ich muss jetzt hier mal versuchen, eben mal meinen Screen freizugeben. Ich habe eine Ahnung. So, also es ist doch so ein bisschen wieder auch das unvermeidliche Corona-Thema, was ich euch hier einführen möchte. Das hier sind ja diese Grafiken, die das RKI rausgibt, wo man irgendwie in diesen Wochenreports immer dann sieht, wo kommen die Ansteckungen her. Und sieht man dann halt, dass hier zum Ende des Jahres, da, wo dann die Wochenzahlen dann so Richtung 52 gehen, halt die Ansteckungen am höchsten waren und dann langsam wieder abgeflacht sind. Und dann hast du halt für jede Grafik oder für jede Farbe hast du dann halt, haben sich diese Leute angesteckt. Und danach sind halt die höchsten Ansteckungen im privaten Haushalt, in Wohnstätten und in Alten- und Pflegeheimen gewesen. Das sind diese blau schattierten Dinge. Das Problem mit dieser Grafik ist nur, und vielleicht, Lambert, hast du genau den Punkt schon im Kopf, dass dann unten drunter steht in der Beschreibung, dass nur in ungefähr, je nach Woche war das unterschiedlich, nur in 10% der Fälle oder so überhaupt bekannt ist, wo überhaupt eine Infektion stattgefunden hat. Und dass das in dieser Grafik nicht wirklich vorkommt, da unten steht zwar so ein graues Unbekannt, aber eigentlich müsste diese Grafik so aussehen. Da hat nämlich dann jemand mal, der Michael Kreil, ein Datenjournalist und folgenswerter Twitterer, hier in der Ansicht für den Bayerischen Rundfunk mal so dargestellt, wie es nämlich eigentlich ist, dass man nämlich eigentlich überhaupt gar nicht weiß, wo diese Infektionen herkommen und was da infektionstechnisch passiert, und hat dann mal diese nicht erfassten, unbekannten Dinge dagegen geplottet, und zack, rutscht das alles, was man weiß, irgendwie komplett ab. Und das heißt, auf gut Deutsch gesagt, das RKI hat da immer irgendwie solche Grafiken, aber eigentlich wussten die auch nicht, wo Leute sich anstecken. Eine Frage, die hatte ich tatsächlich auch gerade, deswegen würde ich sie gerne von Mr. Prosser aufgreifen. Was heißt denn das Unbekannt dann in der Grafik? Ja, ich... Dass die Leute gesagt haben, sie wissen es nicht, aber immerhin wurden da die Leute überhaupt gefragt? Also, oder es gab Kapazitäten zu fragen? Wir gehen jetzt hier nochmal auf die Original-RKI-Grafik zurück, und da ist, gibt es in der Tat das Unbekannt. Ich kann es nicht genau beantworten. Es gibt noch mehrere Sachen, die daran noch komisch sind. Zum Beispiel steht immer in der Bildunterschrift von dem Text, steht immer drin, dass diese Grafiken anzeigen würde, wie in Ausbrüchen, Zitat Ende, also wie in Ausbrüchen sozusagen, oder wo Ausbrüche passiert sind. Und dieses Ausbrüche habe ich immer auch so verstanden, dass dort mindestens zwei Infektionen von einem Ort gemeldet wurden. Mhm. Und dass insofern sozusagen hier auch schon mal ganz klar ist, dass da nicht alle Dinge mit auf der Grafik darstellen, weil es halt, so ich das verstanden habe, einzelne Meldungen, die nicht in einem Cluster von mindestens zwei aufgetaucht sind, irgendwie aufgenommen worden sind. Aber ehrlich gesagt beantwortet das auch nicht die Frage von Mr. Prosser. Also ich weiß es nicht auf Deutsch gesagt. Okay, ja, ich glaube, müsste man auch nochmal recherchieren. Und was mir aufgefallen ist, Kalenderwoche 25, dieser kleine Peak da, der da so rot ist, das ist der Tönnies Peak, ne? Das ist der Tönnies, genau. Und deswegen ist der auch rot, weil Arbeitsstätten rot sind. Und genau, das ist der Tönnies, ja. Ja. Gut, aber ja, das gab ja dann auch die Diskussion um ArbeitgeberInnen, die halt immer wollten, dass die Leute ins Büro kommen und gesagt haben, hier Büro ist nicht ansteckend, S-Bahn ist nicht ansteckend, wirklich ansteckend seien Alten- und Pflegeheime. Und ja, wenn man das hier aber mal dagegen stellt, dann muss man ganz klar sagen, irgendwie, das ist halt einfach eine unglückliche Darstellung, die das RKI da auch gewählt hat und was dann ein bisschen gebraucht hat in den Medien, bis man da was... das verstanden hat. So, und da war jetzt die Frage, wo stecken sich die Leute eigentlich an? Habt ihr eine Ahnung, eine Idee? Was würdet ihr denken, wo stecken die Leute sich an? Wo haben sie sich angesteckt? Als das im November, Dezember so richtig krass explodiert ist. Im November, Dezember? Ja, man weiß es halt nicht so richtig. Nö. Also ich würde tatsächlich bei viel auf Arbeit oder solche Sachen wie Arzt Besuche, die ja hier gar nicht, also die werden ja gar nicht in so einer Form erfasst, weil die ja nicht so lang sind oder sowas. Also wo man wirklich beim Arzt sein muss und Kontakt hat, auch wenn natürlich geschützt, aber mit der neuen Variante weiß man auch nicht, wie viel das alles bringt. Ja, sowas habe ich halt so gefühlt drin, ne? Weil
So im Supermarkt glaube ich immer noch nicht dran beim Aneinander vorbeigehen, aber in der Arztpraxis ist man mal länger auf der Arbeit sowieso. Aber Schulen waren ja zu, ne? Schulen waren dann je nach Bundesland dann halt irgendwann auch zu, ja. Also, da ich vermute zu wissen, worauf du hinaus willst, Henning, formuliere ich es mal ganz vorsichtig. Ich sag mal so, wenn es stimmen sollte, dass bei den neuen Varianten, bei diesen Mutanten, vielleicht auch viele kurze Einzelbegegnungen schon gefährlich werden könnten, ne? Könnte man nochmal das Auge ganz woanders drauf richten, was bisher jetzt gar nicht erwähnt war. Also Gelegenheiten, wo man in der Öffentlichkeit viele Leute und sei es vielleicht auch nur mal kurz, paar Minuten oder so. Dann sag es doch, Lambert. Hat es was mit dem ÖPNV zu tun? Ja, genau. Ich wollte euch ja mit in den Da wäre Underground ich jetzt gar nehmen. nicht drauf gekommen. Meine Güte, Ja. selbst mit Underground in Kombination nicht. Gott, oh Gott, Underground okay, Science, ja. genau. Und deswegen haben sich ja, Community-Forscher etwas ausgedacht, was ich euch hier mal zeigen möchte. Das hier ist also ein Forschungsgerät. Und das haben also, ja, Leute, die jetzt sich, also die haben sich, glaube ich, die haben da auch darüber berichtet. Ich kann auch gerne gleich am Ende mal den Blogpost dann bereitstellen. Sie haben jetzt nicht unbedingt gesagt, wir sind hier irgendwie bezahlte Forscher von der Universität, sondern ich glaube, das haben sie so pseudonym veröffentlicht. Und es sind ja, glaube ich, so Leute aus dem Hackerumfeld. Und die haben Forschungsgeräte gebaut. Und das sieht man hier links ein Forschungsgerät, wie es verpackt ist und rechts, wie es offen ist. Das besteht natürlich, wie man sieht, ja hauptsächlich erstmal aus Stromversorgung und dann noch aus so einem kleinen Minicomputer-Chip. Und ja, was haben Sie damit gemacht? Sie haben nämlich den ÖPNV, insbesondere die U-Bahn in Berlin, damit ausgerüstet und haben dann ja, die Corona-Warn-App, ich will nicht sagen gehackt, aber sozusagen, sie haben sich da so ein bisschen das Ohr aufgespannt, das digitale Ohr, das Bluetooth-Ohr und haben einfach mal so ein bisschen mitgelauscht. Und ja, diese Corona-Warn-App funktioniert ja so, dass halt die Leute, die das auf dem Handy installiert haben, halt in diesem Bluetooth-LE-Standard diese Schlüssel raussenden und andere die empfangen. Und später, wenn eine Person dann vielleicht positiv getestet worden ist und dann das über diese App weitergibt, dann weiß man sozusagen danach, dass ein spezifischer Schlüssel, den man über Bluetooth gesehen hat oder halt empfangen hat, dass der danach über diesen Server da vom RKI und von der Telekom und von SAP halt sozusagen als infiziert gemeldet wird. Und dann kann man sagen, okay, ich habe diesen Schlüssel, habe ich mal irgendwann gesehen und dann weiß man, ob man da Kontakt hat oder nicht. Und da hatten die jetzt überlegt, wir können jetzt nicht irgendwie ganz, ganz Berliner U-Bahn mit Freiwilligen von uns ausrüsten, die da irgendwie halt Corona-Warn-Apps auf ihren Handys installiert haben und den ganzen Tag durch die Gegend fahren und danach zu gucken, ob da irgendwie viele Leute später positiv getestet worden sind. Und deswegen haben sie sich diese Geräte ausgedacht, die halt tagelang durch den Berliner Underground gefahren sind. Und jetzt muss ich mal euch als Hacker-Expertin fragen, was glaubt ihr, wie viele von diesen Geräten haben die Hacker sich gedacht, müssen wir mal in Berliner U-Bahn aussetzen? Was glaubt ihr? Wie viele Was ist so eine Berliner typische? U-Bahn-Haltestellen gibt Was es? ist so eine typische Nerdzahl, wie viele Geräte würde man bauen? Würde man Wie teuer ist hier das? Im Chat, was, was? 500 rät Mr. Prosser. Ich hätte 200 gesagt. Lambert, sag mal eine viel niedrigere Zahl. 23. Ja, natürlich, genau. 23 Geräte haben sie gebaut. Ja, also sie meinten es 8 Euro Stück kosten. Also sie hätten jetzt irgendwie 400 Euro dafür in die Hand genommen. Und dann haben sie die nachts in verschiedenen U-Bahnen unterm Sitz gegaffert. Also man merkt auch hier schon wieder, Wissenschaft ohne Gaffer funktioniert so gut wie gar nicht. Nee. Und dann sind die also auf den 9 verschiedenen Berliner U-Bahn-Linien hin und her gefahren und haben so etwa 10 Tage lang Batterie gehabt und haben dann irgendwie die Ergebnisse über das dort noch verteilte WLAN, so wie ich das verstanden habe, dann nach Hause gefunkt.
Und dann kam halt was raus und da würde ich euch jetzt gerne mal ein bisschen mit in die Datenauswertung reinnehmen, was sie gesehen haben, wobei man eigentlich gleich am Anfang schon sagen muss, dass am Schluss nicht so viel bei rausgekommen ist, aber ich finde es trotzdem einen super geilen Ansatz. Mhm. Also was haben sie rausgefunden? Sie haben hier zum Beispiel geguckt, wenn wir jemanden ein Signal gesehen haben, das später als positiv infiziert markiert worden ist, wie lange haben wir den gesehen? Und da sieht man die Begegnungsdauer in Minuten aufgetragen gegen die Anzahl. Also die meisten Leute, die meisten Signale von später als positiv Getesteten haben sie nur eine Minute lang gesehen. Und man sieht hier auch schon, dass die Anzahl der insgesamt halt nicht so hoch war. Also die hatten, ich habe jetzt die Zahl, muss ich hier nochmal auf ein anderes Gerät gucken, ich glaube, sie haben nur so 60 oder so Signale von später positiv Getesteten gesehen. Und die absolute Mehrheit davon haben sie nur eine Minute gesehen. Es gibt so einen kleinen Peak so bei 10 Minuten und irgendwann ist mal einer mit 31 Minuten mit denen mitgefahren, der später positiv getestet worden ist. Mhm. Das gibt diese Grafik an. Und dann kann man sich natürlich noch fragen, wo fahren die alle so rum in Berlin? Und dann haben die das ausgenutzt, dass da halt ein GPS, ein WLAN-Chip auf dem kleinen Gerät drauf ist und viele U-Bahn-Stationen WLAN haben. Und dann konnten sie nachher mal gucken, wann habe ich, zu welcher Zeit habe ich als welcher Empfänger das Signal gesehen und dann in welchem WLAN war ich da gerade eingebucht. Und dann kann man jetzt hier so irgendwie Berlin erahnen. Und dann sieht man halt, ja, in Außenbezirken ist ein bisschen weniger los, in der Mitte ist ein bisschen mehr los. Und da kann man sich jetzt überlegen, ob da auf einigen Linien halt besonders ein bisschen mehr los war oder nicht. Mhm. Das fand ich noch ganz, ja, Claudia, oder? Ich finde es gerade, also ich meine, die Zahlen sind ja unglaublich klein, ne? Anteil der Fahrten, ja, mit infiziertem, genau, Signal, das ist ja sehr klein. Aber ich finde es total faszinierend, dass das sich da knubbelt. Und da das andere, also da ist ja einmal der Knubbel, der auch so hell, also der viel Traffic hat, und dann unten links der Knubbel, wo fast nichts ist. Genau, wobei, also sie sagen ganz eindeutig dazu, genießt das mit ultra viel Vorsicht. Die Aussagekraft ist gering. Es sind, glaube ich, wirklich nur 60 Leute, die da in einem Monat, in denen die Geräte da rumgefahren sind, halt gesehen haben. Und sie hatten dann auch zu kämpfen, dass irgendwann mal eine U-Bahn irgendwo gesperrt war. Sie haben auch es nicht geschafft, die Geräte auf die U-Bahn-Linie gleich zu verteilen, weil sie haben dann gemerkt, sie haben das in einem Wagen der Linie U9 ausgesetzt. Und zack, bums, später bei der Datenauswertung kam dann raus, dass das Gerät dann irgendwie auf die Linie U7 gewechselt ist. Und dann hatten sie irgendwie mehr Geräte, die auf der Linie U7 fuhren, weil halt manchmal die Wagen auch in den irgendwie da in den weiß nicht, wie heißt das, in den Stellwerken da irgendwie oder so auf andere Linien geschickt werden. Ne? Okay. Und insofern hatten sie auch nicht unbedingt eine Gleichverteilung über die Linien und insgesamt zu wenig Geräte. Das haben sie dann auch alles gesagt, dass das nicht reicht. Und ja, hier sieht man dann nochmal die Anteile der als infiziert gemeldeten Signale im Verhältnis zu allen Signalen. Also nicht nur absolut, wo fahren absolut viele rum, sondern wo war halt dann vergleichsweise viel los. Und da sieht man zum Beispiel, dass dieser Knubbel, der hier nach Westen rausgeht, ich glaube, das ist die U9 nach Steglitz, wo eben wenig los war, absolut gesehen, jetzt im Vergleich zu den Fahrgästen halt relativ viel. Ja, den Leuten, die Signale gesendet haben über die Corona-Warn-App, halt relativ viel los war. Naja, also sie haben die Daten noch nicht veröffentlicht. Sie sind noch dabei, weil sie sagen, sie wollen das noch irgendwie auswerten. Aber, achso, genau, das ist der Artikel, dann kann ich gleich den Link mal sharen. Genau, und ich glaube, ich kann jetzt auch mal den Stream wieder aufheben. Genau, das war eigentlich das, was ich euch erzählen wollte. Und ja, sie sagen halt sehr transparent und erklären das alles, was sie da gemacht haben. Sie haben auch ihre Auswertungssoftware haben sie als GitHub-Repository dargestellt. Und das ist, ja, finde ich einfach eine sehr, sehr tolle Herangehensweise, dass man einfach sagt, wir wollen das hier mal selber so erforschen, auch wenn wir gar nicht fürs Forschen bezahlt werden, sondern wir haben einfach Spaß am Gerät. Mhm. Das ist sehr mega cool. Richtig geil. Ja. Also ist jetzt natürlich, also ich finde es super schade, dass es nur so wenig Geräte sind, aber ich
allein das zu bauen, zu machen, umzusetzen, ist doch der Wahnsinn. Und das einfach, also aus purem Interesse, um es herauszufinden, ne? Also ohne Finanzierung, ohne irgendwas, ohne, ja. Ja, und ja. Ob man es jetzt Guerilla oder Community oder Citizen Science nennt, das ist irgendwie ein tolles Beispiel für irgendwas davon. Das ist völlig klar. Also es ist auch so ein Low-Budget-Ansatz, ne, wo es überhaupt nicht darum geht, da jetzt Anerkennungspunkte zu sammeln oder Riesenbudgets umzusetzen, sondern wir machen einfach das, wie wir es können und so. Und es ist auch so elegant, finde ich, so eine öffentliche Infrastruktur zu nehmen, wie die Corona-Warn-Apps und damit was Kreatives zu machen, was ja übrigens in diesem Fall auch niemandem schadet. Ne? Es ist ja kein Privacy-Breach oder so, sondern es ist genau so, wie halt die Schlüssel ausgetauscht werden. So können sie es halt dann für die Sachen auswerten. Nur halt nicht so, wie es ursprünglich gedacht ist, sondern auf eine andere Weise. Aber cool. Aber es hat ja, halt also, auch, ja. Ich hab am Anfang, als ich das motiviert habe, das Thema mit diesen, wir wissen nicht, wo die Infektionen herkommen und so. Also ich glaube, sie hatten schon so ein bisschen vor, irgendwie die U-Bahn als, wie heißt das so schön, Treiber der Pandemie, was immer sonst mit den Schulen nur sprachlich zusammengebracht wurde, ja, als solche zu identifizieren. Aber ich glaube, wenn ich, also sowohl dem, was sie dann ausgewertet haben, als auch dem, was sie geschrieben haben, ist das halt nicht gelungen, das wirklich nachzuweisen. Und genau, es ist auch die Frage, ob es mit dieser Methode überhaupt möglich wäre, jetzt wenn man statt 23 von den kleinen Paketchen da vielleicht irgendwie wirklich 500 durch Berlin fahren lassen würde. Gute Frage, ob man das dann ermöglichen kann. Sie schreiben auch, es ist halt auch schwierig mit diesen Bluetooth-Verbindungen, also diese Signalstärke zum Beispiel haben sie nicht unbedingt direkt ausgewertet, so wie das in der App versucht wird. Sie haben halt gesagt so, Wir sind da in einem Wagen, aber je nachdem, wo du dann halt nach Bauart schaffst, das Ding halt sicher unter den Sitz zu kleben, sind vielleicht auch irgendwelche Reflexionen von den Metallwänden vorhanden. Und es ist dann halt auch alles schwer reproduzierbar, wenn du dann wirklich dich über die Details unterhältst. Das haben sie aber auch alles sehr transparent aufgeschlüsselt in dem Blogbeitrag. Aber allein diesen Ansatz, wir gucken mal, ob wir da jetzt was messen können und dass das dann nicht irgendwie das RKI oder sonst irgendwer macht, sondern so ein paar Bloggerinnen und Blogger, die das dann nachher darüber bloggen, ist schon cool. Und sehr wissenschaftlich. Also auch die ja. Weakness, also die Schwächen darzustellen und so, ne? Aber ich finde, also gerade im Hinblick auf, wie war die Zahl B117? Ja. Ja, ist es ja sehr spannend, weil da tatsächlich ja also hier im Kreis, in dem ich so schön lebe, im Kreise Düren, haben wir ja einen großen Ausbruch mit genau dieser Variante. Und hier sind mittlerweile, also ein Kontakt unter 2 Metern auf 5 Minuten, selbst mit Maske und man ist mit jemandem, der infiziert ist mit dem entsprechenden Virus, schon auf jeden Fall Kontaktperson und in Quarantäne. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches Land oder welche Stadt das war. Es gab auch schon welche, die gesagt haben, ohne Maske Kontakt unter 2 Metern ist sofort, also ab Sekunde 1 Kontaktpersonen und Quarantäne angesagt, weil das halt so hoch ansteckend ist. Und ich glaube, da ist jetzt natürlich das, was die gemacht haben, und hochrelevant. Ne? Also da ist ja auch der Kontakt meistens sehr kurz, ne? Man hat ja gesehen, das meiste war ja wahrscheinlich einfach nur aneinander vorbeigegangen, aber kann in dem Fall natürlich schon genug sein, so, ne? Ja, genau, also ich glaube, das ist ja zum Beispiel dieses mit dem, dass das Kontakt über 15 Minuten hinweg bestehen muss, ist ja, so ich das verstehe, in der Infrastruktur der Corona-Warn-App, wenn ich sogar in dieser, wie heißt die Infrastruktur von Google und Apple, diese Notification da, weiß nicht. Da ist es ja, glaube ich, schon relativ fest drin eingebaut, dass man halt diese 15 Minuten Kontakt haben muss. Und wenn sich das Virus jetzt aber so verändert, dass es vielleicht auch schon 5 Minuten oder 3 Minuten halt ausreichen, um sich anzustecken, dann ja, muss das vielleicht auch nochmal irgendwie angepasst werden. Ne? Ja, aber Mr. Capture hat vollkommen recht, was ich halt irgendwie jetzt, wo ich auch schon seit Tagen drüber nachdenke, ob ich halt mit diesem Bart noch weiter so rumlaufen kann, weil der in der Tat FFP2-Masken mäßig problematisch ist. Ne? Da ist hier Lambert und Claudia, ihr habt nicht diese Probleme. Glatt rasiert, ja. Und ich habe jetzt schon Leute gesehen, die haben sich nur noch einen Schnäuzer stehen lassen. Das fürchte ich, muss dann bei mir auch bald kommen, ja.
Ich habe gerade Mr. Prossers Frage und versuche sie in meinem Kopf schon zu beantworten, komme aber noch auf keine Antwort. Vielleicht kannst du die beantworten. Ich lese sie nochmal vor, falls jemand sie nicht lesen kann. Warum würde man denn erwarten, dass das Verhältnis von später Positiven zu allen in der U-Bahn anders wäre? Ob eine höhere Ansteckungsgefahr pro Fall besteht, kann man noch so nicht sagen. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass eigentlich das Verhältnis von Positiven zu allen in der U-Bahn dann halt auf einen lokalen Cluster hindeuten würde, oder? Weil man merkt das ja schon, wenn man in Berlin zum Beispiel die Karte der Bezirke anguckt, wir haben 10 Bezirke in Berlin, da sind die Zahlen schon immer unterschiedlich und die schwanken halt auch mal. Und dann hörst du mal, dass in Spandau irgendwie 1-2 Altenheime krass betroffen sind und dann gehen in Spandau die Zahlen hoch. Und das wirkt sich dann wahrscheinlich auch auf die lokale Bevölkerung aus. Und ich würde mal vermuten, dass halt dann auch dort lokal innerhalb der Bezirke, das sind ja wie kleine mittlere Städte oder so, dann auch da die Infektionen weitergegeben werden. Also ist jetzt meine erste Vermutung, aber mag auch natürlich noch andere Dinge mit reinspielen. Ja, aber das kann natürlich sein, ne? Aber ich finde, es zeigt halt schön, also ja, tatsächlich könnte, also selbst wenn jetzt noch nicht U-Bahn oder S-Bahn-Treiber der Pandemie sind, kann es sich natürlich ändern, je nachdem, mit welcher Virusvariante man es gerade zu tun hat, ne? Übrigens nur ein Nerd-Detail nachgetragen. Soweit ich es aus dem Kopf richtig erinnere, ist bei diesem, Benjamin hatte auch schön den Begriff hier nochmal gepostet, Exposition Notification Framework, ist das nicht fest verdrahtet, bei welcher Kontaktdauer das anschlägt, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, misst es erstmal nur und die bieten, also du kannst sozusagen, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Mini-Staat bist, der noch keine eigene Corona-Warn-App hast, könntest du mit deren Mitteln dir so eine Hauskonfiguration bauen und sagen, okay, meine Bürger will ich aber nach 3 Minuten Kontakt schon alarmieren. Das würde, glaube ich, gehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann das jemand verifizieren, der zuhört, ich weiß nicht. Okay. Ja, Gott, oh Gott. Ja, Corona. Wir werden es nicht los, ne? Das war doch wieder ein Downer jetzt. Ne? Ja. Ja, du bist meiner Sache als Downer. Dabei fing es so anregend an und so schön. Und wie er noch so sagt, nein, diesmal wird es kein Downer. Ja, aber ich find das einfach wirklich, finde es ein schönes Thema eigentlich. Mhm. Also das ist so... Leute das einfach so loslegen und da so Dinge bauen und dann mit Gaffer und so, das ist schon cool. Ja, und ich hoffe mal, ne, dass solche Sachen, gerade was die Corona-Warn-App-Sachen angeht, dann auch echt Leute inspiriert. Ne? Der nächste Schritt wäre dann, dass so Verkehrsbetriebe, die so ein bisschen Verantwortungsgefühl haben und hackerischen Spirit, sowas aufgreifen und sagen, hey, wir setzen mal unsere IT-Abteilung ran und machen das mal ein bisschen systematischer und dichter. Oder ist das zu viel verlangt? Vielleicht bin ich zu optimistisch. Ach. Ja, muss als BVG hingehen und die Leute einkaufen und sagen, Kinders, hier dürfen wir euch mit Geld bewerfen. Ja, ich glaube auch, so könnte das funktionieren. Ja. Also ich denke, gibt es ja schon Beispiele, dass sowas mal passiert ist. Ja. So. Ja, Claudia, hast du denn ein... was war dein Thema? War Lassie, ne? Ungefähr. Grob. Du hast ja nur 1 bis 2 Buchstaben falsch. Lasso. Genau. Lassie. Das ist doof. Ich habe die ganze Zeit bedauerlicherweise, also Lassie ist eine schönere Assoziation als dieses dämliche Lied, das mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Okay. Genau, aber ich muss eine Triggerwarnung rausgeben, weil wenn jemand ein Problem mit Schlangen hat, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, kurz mal abzuschalten. Vielleicht so 20 Minuten. Gerne zum Schluss wiederkommen. Aber Schlangen und Schlangen sehen, wer das nicht kann, dann vielleicht besser nicht gucken. Ich weiß, dass da manche Probleme mit haben. Deswegen dachte ich sag das mal vorher. Aber es ist ein sehr kleines Thema. Aber es hat mich fasziniert, mich damit mal zu beschäftigen. So. Habt ihr schon eine Ahnung, worum es geht? Schlangen und Lassos? Keine Idee. Keine Idee. Okay, also. Der Chat sagt, es geht um Photoshop. Lasso als Maskieren in Photoshop. Nein. Nein, nicht das Lasso.
Es geht um Schlangen und es geht um Lassos, quasi. Also eigentlich ist es so, dass wir seit sehr langer Zeit, also bestimmt irgendwie seit 100 Jahren oder so, davon ausgehen oder man weiß, dass Schlangen bestimmte Arten haben, sich fortzubewegen. Und bekannt oder genau definiert sind 4 Stück. Und genau, ja, also Schlangen können sich auf 4 unterschiedliche Arten bewegen, weil die haben ja nun mal so einen speziellen Körper und jede Art zu bewegen hat ganz bestimmte, Muskulatur, die eingeschaltet wird, ganz bestimmte Bewegungsapparat, wie es funktioniert. Und ich dachte, ich möchte jetzt einmal kurz auf diese 4 Bewegungsarten eingehen, was jetzt sehr grafisch wird, weil ich muss sie euch ja darstellen. Ne? Und ich dachte mir jetzt immer, Videos zeigen ist blöd, ich mache das mit meinem Arm oder so. Genau, ich mache das vor. Also die erste Variante, wie Schlangen sich bewegen, ich glaube, also ich kann auch mal, ich teile mal einen Bildschirm gerade. Das müsste ich doch hier im Stream machen können. Moment, dann könnt ihr das da auch sehen. Ich fahre euch mal kleiner und mache den Browser an. So, dann könnt ihr gleich im Stream, wenn ihr da rüber geht, eine Abbildung sehen und wie Schlangen sich bewegen. Das sind diese 4 Snake Movements. Die erste nennt sich Ziehharmonika. Die könnt ihr euch, glaube ich, gut vorstellen. Also die Schlange knubbelt sich hinten zusammen und hat da ganz viel Grip, ne? Also hat ganz viel Bodenkontakt, streckt dann den vorderen Teil vom Körper aus, verschafft sich vorne Grip, schnüffelt sich zusammen und wenn sie da genug Grip hat, zieht sie den Rest vom Körper wieder nach. Also wie so eine, ja, wie eine Ziehharmonika, die sich so seitlich zusammenzieht und auseinanderklappt. Das ist dann quasi keine so lineare Fortbewegung, sondern eher dum 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 dum. So. Das knäuelartig. Ja, ich finde, Ziehharmonika ist nicht verkehrt, nur dass eine Ziehharmonika halt immer nur auf uns zugeht und nicht. Also wenn man die Ziehharmonika so ziehen würde, das wäre das, ne? Ja. Gut, also die zweite Fortbewegungsart sind Serpentinen. Also kann man auch halt so Rechts-Links-Wellen nennen, ne? Also die sich halt so wirklich so, die Fortbewegungsart. Rechts-Links und man schlängelt sich so nach vorne. Das ist, glaube ich, das, woran eigentlich alle zuerst denken, glaube ich, oder? Ja auch? Ja, sehr, sehr. Das ist mein Bild von einer sich bewegenden Schlange, absolut. Ja, ja. Und ich muss sagen, es klingt jetzt für mich auch so, als ob das eine schnelle Fortbewegungsart vielleicht wäre. Genau, das ist sie tatsächlich auch. Die ist tatsächlich sehr, sehr schnell. Und ich finde, sie sieht ehrlich gesagt auch am galantesten aus. Aber wobei, nachdem du die erste Fortbewegungsart erklärt hast, verstehe ich gerade, glaube ich, gar nicht mehr die zweite. Das mit dem Grip ist ja so klar, nicht? Wie funktioniert es eigentlich, sich serpentinenartig vorzuschlängeln? Dadurch, dass du an der einen Stelle dann links die Muskulatur anspannst und dich drehst und da Grip auf der Seite hast und auf der anderen Grip in die andere Richtung hast du ja, drückst du quasi an beiden Stellen so nach außen und kannst dich dann fortschieben. So hatte ich das verstanden, aber vielleicht gibt es ja Schlangenexperten, die noch mehr dazu sagen können. Aber so hatte ich das verstanden, dass da rechts und links dann eben jeweils Grip am Endpunkt entsteht und dann wird sich dadurch quasi fortgeschoben und der Körper schiebt sich ja dann von was weg. Ja, ja. Ich würde cool. Genau. Okay. Ja. So, Bewegungsart Nummer 4, die finde ich total gruselig. Das ist so nicht wirklich seitwärts, sondern eher so halb seitwärts. Also man sieht, es ist nicht so wirklich nach seitwärts, sondern der Kopf ist ein bisschen weiter vorne und der Schwanz ein bisschen weiter hinten. Das nennt sich auf Deutsch Seitwinden. Tatsächlich. Einfache Übersetzung. Seitwinden. Wie die Seitenbacher-Müsli. Nur Seitwinden. Aber da kriege ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil das erinnert mich an gefährliche Schlangenszenen. Ja. Ist das so ein Angriffsmove? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist es je nach Schlangenart auch bevorzugte Arten gibt, sich fortzubewegen. Und die finde ich tatsächlich auch, die löst bei mir sofort irgendwie so ein Wüste, schnell. Ja. Und da ist tatsächlich ähnlich wie den Serpentinen so die Körperbewegung, aber da drücken die sich tatsächlich in dieser Kurve, die sie machen, dann zur Seite weg. Also nicht schlängeln nach vorne mit dem Druck, sondern den Druck zur Seite geben und dann nur, und dann schweben die ja fast so. Ne? Also ist auch so ganz
Gab es dann nicht, ich weiß nicht, ob ich noch ein besseres Bild dazu habe. Ich glaube, ich habe noch ein besseres Bild dazu. Kann ich euch mal schicken? Warte, ich habe hier, ich glaube sogar, dass auf der Wikipedia-Seite vielleicht eine Abbildung dazu war. Ich mache mal gerade. Hier, so, da gab es nämlich so ein tatsächlich so ein Movement-animiertes Mini. Also es ist sehr klein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wenn es gleich bei euch ankommt. Ah, wie cool. Das kann man als GIF natürlich gut machen, ja. Genau. Ich fand es total klasse. Also man sieht, es ist nicht wirklich seitwärts. Es ist schräg, ne? Also die Schlange guckt so, aber die Bewegung ist eher so. Ja. Hm. Die Orange erinnert irgendwie an die Wüstenschlange im Westen. Ach so. Okay. Ach so. Ja. Also in dem ersten Bild, das hier. Ja, genau. Eindeutig Wüstenschlange. Ja. So, das ist die dritte. Die dritte Fortbewegungsart, die gruselige. Und die vierte finde ich total witzig. Caterpillar, ne? Also, gerade, das ist halt quasi wirklich gerade. Und was die machen, ist dann hier die Muskulatur anspannen, dann hier. Und dann schieben die sich so vorwärts. Das ist total, also ich finde es super witzig. Ich musste super lachen. Ich glaube, da gibt es auch eine Animation auf Wikipedia. Moment. Ja, genau. Ich mache sie mal größer. Könnt ihr gleich sehen. Das sieht so gruselig aus, als wäre es so ein Unterwassertier. Aber es ist ein bisschen witzig. Wie sieht das aus? Das sieht doch nicht aus wie eine Schlange. Aber. Oder? It's just funny. Aber man kann jetzt nicht aus der Gangart der Schlange dann schließen auf Giftigkeit, Angriffslustigkeit und so, oder? Nee, das glaube ich nicht. Nee, da hatte ich jetzt nichts zugelesen. Aber, so, das war jetzt alles, was passiert, wenn Schlangen sich horizontal bewegen. Aber ich finde horizontal bewegen sowas von lahm und ich möchte jetzt gerne darüber reden, wie sich Schlangen vertikal bewegen. Und, Oh Gott. Wenn ich das mal so kurz. Achso, nee. Oh Spaghetti Monster. Aber den Baum hoch zum Beispiel, ne? Das ist ja auch so ein Klassiker. Genau, den Baum oder den Strommasten oder den die Straßenleuchte hoch. Manchmal sind da ja dann eben, genau, Nester in Bäumen oder so und da möchten die hoch. Und da gibt es eben auch verschiedene Arten, sich zu bewegen. Und die sind angelehnt, also total angelehnt an das, was wir eben hatten. Also wenn ihr jetzt schon das Bild seht mit den Säulen, ganz rechts, das ist tatsächlich so dieses Ziehharmonika-Ding, ne? Man wickelt sich unten zweimal drum, dann hat man da genug Grip, schiebt den Rest vom Körper hoch, wickelt sich da auch zweimal drum. Wenn man da genug Grip hat, zieht man den restlichen Körper nach. So. Du hast von den Richtungen hast du, glaube ich, bist du immer oben rum anders gedreht als unten rum, oder? Nee, guck mal, das sieht gleich aus. Nee? Echt? Das geht weiter so rum. So. Okay. Ja. Vielleicht gibt es das aber auch in die eine und die andere Richtung, wer weiß. Ich meine, wenn man da irgendwie auf der Hälfte ankommt, so als Schlange von den Masten, denkt sich, boah, meine linke Muskulatur ist aber schon ganz schön platt. Jetzt wechsle ich aber mal die Seite. Oder man macht es halt wie die anderen. In der Mitte ist dann quasi so immer abwechselnd rechts und links, dass sie sich so festhalten, rechts und links, aber dann nicht drum wickeln, sondern sich so schlängeln. Also so eine Seite umfassen mit so einer Schlaufe, dann die nächste. Da braucht man allerdings auch so 3 bis 4 von diesen Schlingen, um genug Grip zu erzeugen. Ne? Also man muss ja wirklich genug Druck aufbauen. Da reichen nicht so 2 rechts und links in der Regel. Da muss man schon ein bisschen mehr. Das sieht man da auch. Also die haben da unten so 2 und dann schiebt sie sich nach oben. Und die Irregularis finde ich auch sehr schön. Die dann einfach so, ich wickel mich mal drum und mal mache ich so eine Schlaufe und mal nicht, wird schon irgendwie funktionieren. So ein bisschen. Ist mir doch egal, was die SchlangenforscherInnen sagen, ne? Genau, ich krabbel da so hoch. Wie ich will. Genau, Hauptsache es entscheidet immer noch ich, ob ich meine Schlangenkinder impfen lasse und wie ich hier hochkletter. Reinheit, Freiheit. Genau. Ja. Ja, so, also das sind die bekannten 3 Arten, wie sich Schlangen vertikal bewegen. Und
Das Blöde an diesen drei Arten ist, es braucht viel Schlange. Also die Schlange muss lang sein im Verhältnis zum Durchmesser von dieser Säule, weil du brauchst ja unten zwei, ne, für das Harmonika und oben zwei. Also das Verhältnis Schlange zu Durchmesser der Säule ist ungünstig. Und so, also Schlangen-Teenager ist das mit dem nach oben einfach nicht vorgesehen, ne? Das oder wenn du zu einer Schlangenart gehörst, die von sich aus irgendwie sehr klein ist, dann kommst du nie an den geilen Vogel, weil Baum zu dick. Das ist ein bisschen ungerecht, oder? Da würde ich jetzt sagen, Fairness ist da nicht gut. Absolut. Evolutionäre Vorteile von langen Schlangen zumindest. Genau, das ist tatsächlich sehr blöd. Und das, ehrlich gesagt, dachte sich die braune Nachtbaumnatter auch. Also die braune Nachtbaumnatter hat gedacht, nee, das ist doof. Ich bin klein, aber ich will trotzdem den Vogel. Und deswegen hat sie sich was Neues überlegt. Und das nennt sich Lasso-Bewegung. Oh. Also die Lasso-Locomotion. Okay. Und ich wechsle jetzt nochmal das Tab, damit ihr seht, was gemeint ist. Das sind jetzt tatsächlich Fotos von einer braunen Nachtbaumnatter beim Erklimmen einer Säule, die sich wie ein Lasso knotet. Also, die wickelt sich, also das Paper ist tatsächlich erst, ich glaube, 3 oder 4 Wochen alt und ich bin so begeistert. Diese Schlange hat es ganz neu entwickelt, dass sie sich einmal drum wickelt um den Mast und sich dann so einhakt, wie so ein Lasso, so eine kleine Schlaufe mit ihrem Schwanz macht. Der Kopf zeigt nach oben, während der Körper horizontal ist und dann bewegt die sich in so kleinen Wellen in dieser Seitwärtsbewegung, aber wirklich komplett seitwärts in dem Fall. Und der Kopf zeigt aber nach da und wirft sich immer so stückchenweise wie so ein Lasso eben nach vorne. Und der Vorteil ist, man braucht nicht so viel Schlange. Du hast nur einen Wickel. Ich finde das so genial. Da kann die jetzt mit den größeren Schlangen um das Beutetier wettstinken dann da oben. Absolut. Absolut. Die haben auch ein Video. Also ich poste mal gerade noch den Link zum Paper. Ja, und bitte. Die haben ein Video. Also ich glaube, sie haben sogar 2 oder 3 Videos. Aber ich wollte mal das eine zeigen. Ihr seht das jetzt natürlich ein bisschen verzögert. Aber ich lasse es einfach mal laufen. Die haben quasi Videoaufnahmen davon gemacht mit dieser Säule und die haben die Schlange dabei gefilmt und diese Bewegung ist der Hammer, weil das sieht total, also es sieht total verrückt aus, weil das so eine, ich weiß nicht, es sieht nicht aus, wie ich denke, dass sich Schlangen bewegen. Ja, es ist wirklich verrückt, ja. Ja, spooky, aber auch ein bisschen. Ja. Ja, vor allem ist es halt wirklich so, also gleich seht ihr, dass die Schlange guckt, also wickelt sich als allerersten Schritt so einmal rum und schlauft sich dann so ein und dann kommt diese Bewegung und dass sie jetzt was erreichen kann, was sie vorher nicht erreicht hat, ist schon sehr spooky. Und vor allem, dass sie sich das selber ausgedacht und das ist... Und kannst du so ungefähr sagen, wie lang die ist oder... Wie lang die Schlange ist? Nee, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das Verhältnis zum Durchmesser sieht man ja, ne? Also die ist deutlich kürzer im Verhältnis zum Durchmesser als die anderen Schlangen zu den Säulen, die wir hatten. Ja, mit oben 2,5 Windungen und unten 2,5 Windungen, genau, würdest du das nicht schaffen. Ja. Ich hätte gerne noch mal eine Versuchsreihe Schlangen in Space, also mal ohne Schwerkraft, oder? Das müsste, vielleicht kämen die dann noch mal auf andere Arten, oder? Kann das sein? Wow, das wäre Wahnsinn. Die Arten, die wir jetzt gesehen haben, haben alle viel damit zu tun, dass sie ja nach oben krabbeln und so. Ja. Also was wäre, wenn es das nicht gäbe? Ihr seht gleich im Video nochmal einen Vergleich zwischen den verschiedenen Bewegungsarten. Cool. Schlangen in Space finde ich voll interessant. Das stimmt. Übrigens, das ist eine schöne Visualisierung, finde ich gerade, dass man die nebeneinander die Bewegung mal hat. Und ihr seht jetzt auch schon das ganz, ganz große Manko an der Fortbewegungsart mit dem Lasso. Es ist so langsam. Und es ist super anstrengend, weil der gesamte Körper der Schlange dauerhaft, also muss die gesamte Schlange dauerhaft halten, weil da kann sie ja nicht loslösen. Bei dieser Ziehharmonika-Position kannst du ja zwischendrin deinen Körper mal strecken und der hintere Teil wird hochgezogen. Da ist ja so, also das ist sehr langsam und sehr, sehr anstrengend.
Aber sie schafft es. Im letzten Teil des Videos sieht man, wie sie nach oben klettert und sich das Fressen holt. Das muss dann ein besonders dicker Vogel sein, damit sie die Joules, die sie zusätzlich verausgabt hat, wieder reinholt, oder? Genau, es muss sich schon lohnen. Echt, ja. Ah, das ist wirklich ein Ding. Ja, das ist sehr schön. Wie bist du auf die Studie gekommen? Verfolgst du ein bisschen Biologie so aus dem Augenwinkel, oder? Nee, überhaupt nicht. Ein Kumpel hat mir das geschickt und hat gesagt, guck mal, wie verrückt. Cool, cool. Und ich habe das gesehen und ich fand das Video so klasse. Und also ich wusste überhaupt nicht, also wie sich Schlangen vertikal bewegen. Also es war mir überhaupt, war mir nicht klar. Und dann habe ich erstmal nachgelesen, wie sie sich horizontal bewegen und wie das mit den Muskeln zusammenspielt. Und dann kannst du erstmal, also deswegen habe ich das auch alles erzählt, kannst du erstmal wirklich bewundern, was diese Schlange da jetzt macht. Cool, cool. Ich finde es auch, ich finde es übrigens auch toll, dass man über so ein Landwirbeltier immer noch mal was komplett Neues rausfindet, oder? Also ich meine, dass man über Bakterien oder Pilze was Neues rausfindet, geschenkt. Weil das, ne, das geht so in die Tiefe und es entzieht sich so den Sinnen oder so. Aber hey, das ist, die krabbeln die ganze Zeit um uns rum und trotzdem kann man noch was komplett Neues entdecken irgendwie. Cool. Ja. Also. Und die entwickeln sich auch weiter und machen neue Sachen, ne? Also das ist einfach, und die passen sich ja. Echt, ist es eine Anpassung? Also sagen die was dazu? Ist es eine Anpassung also von denen? Das ist noch nicht klar. Auf jeden Fall ist klar, dass es bisher noch, also das hat man bisher noch nicht gekannt. Das ist neu. Also entweder es gibt schon länger, was wurde noch nie beobachtet. Oder halt, es ist tatsächlich komplett neu entwickelt. Und wofür sie es natürlich verwenden oder wo man, weil man es natürlich sieht, ist genau zu solchen Sachen, dass sie hochkrabbeln, auf, um an Nester und Ähnliches zu kommen. Aber genau, ob es eine Anpassung wirklich ist an menschliche Umgebung, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, also, muss man mal untersuchen. Wo kommt das her, dass sie das jetzt plötzlich macht? Ja, aber Hector Sean weist im Chat zu Recht auf den letzten Satz hin, der hier gerade steht, irgendwie. It was unable to swallow any of the birds due to its small size. So, das ist natürlich schön, wenn du dann da als relativ kleine Schlange hochgeklettert bist, aber wenn dann der Vogel oben einfach zu dick ist für deine Schnute, dann ist das natürlich auch blöd. Hector Sean hat genau die Pointe gefunden. Das ist so witzig, oder? Du hast dich so angestrengt. Ja, ja. Du rutschst auch zwischendrin, rutscht die Schlange auch mal runter, wenn es nicht ganz so gut klappt, ne? Und dann kommst du nach 3 Stunden da oben an und denkst dir, Vogel. Und der Vogel so, was machst du da? Das zwickt ein wenig an meinem linken Flügel. Aber Claudia, kannst du nochmal zurückgehen zu dem Video, wo diese farbigen Vergleichsvideos nebeneinander, diese 4 Arten nebeneinander gezeigt worden sind? Falls du das schaffst, da nochmal hin zu navigieren. Ja, ich glaube schon. Soll ich es laufen lassen? Ja, das Video laufen lassen, aber direkt vom Anfang der Sequenz, wo sie angefangen haben zu klettern, ja, da fand ich nämlich, genau, wenn du möglichst versuchst, an den Anfang zu kommen, genau da finde ich es eigentlich, guck dir mal bitte bei dem Grün, ja, genau, jetzt lass mal loslaufen und dann bei dem Grünen mal bitte unten gucken, was man bei dem Grün unten sieht, weil das fand ich nämlich eigentlich das Lustige. Du hast ja in so einem Forschungsprojekt, hat ja jeder so seine Aufgabe von den Forscherinnen und Forschern und dann muss irgendeiner, muss halt auch mal hingehen und die Schlange kitzeln hier, da. Ja, gut, bei mir ist das gerade. Wie geil, ja, ja. Und das heißt, es gibt immer einen, der muss die Schlange kitzeln, damit die auch bitte nach oben klettert. Und das ist doch bestimmt irgendwie auch in den Methods des Papers dann hoffentlich beschrieben, irgendwie a small stick was used oder irgendwie sowas. Nein, das wird da nicht geschrieben. Aber das ist so geil. Der Hiwi wurde hoffentlich gut bezahlt. Ja, was hast du heute gemacht? Schlangen gekitzelt. Und wenn ich Schlangen richtig in Erinnerung habe, könnte das in dem Grünen, das steht da ja, das muss ich gar nicht vermuten, das ist ein Python. Ja. Die sind auch so besonders, das sind so ganz faule Schlangen, wenn ich es richtig erinnere, oder? Die liegen die ganze Zeit zusammengeknüllt rum irgendwie. In der Sonne und genießen das. Ja, genau. Ja. Das ist klar, dass die gekitzelt, die müssen gekitzelt werden, klar. Ja. Ja. Genau, man sieht ja halt auch, ne, die 2 in den blauen, das ist halt dieselbe Schlangenart und das eine, wie es bekannt war bisher und dann das, ne, diese Lasso-Bewegung, wie es noch nicht bekannt war. Ja. Genau, es gibt unten noch mehr Videos, Leute, guckt da nochmal rein. Es ist, also, es ist ansehenswert, wie sich die Schlange bis nach oben kämpft. Genau, und wenn ihr es schafft, eurer Python
eurem Python die Lasso-Fortbewegungsart beizubringen, dann Respekt. Ach, also ja. Das ist mindestens ein Besuch in der Forschungsstrom wert, würde ich sagen. Stimmt, macht ein Video und kommt vorbei und erzählt uns davon, wie ihr das hingekriegt habt. Mit Klicker-Training oder so? Das geht nicht, nee, die haben keinen Hörsinn. Gut, dass wir so socially, physically distancing hier betreiben und ich mir nicht hier irgendwelche Pythons hier nach Hause hole. Nee, zum Glück. Dagegen helfen auch keine Masken. Das sind tolle Tiere, die sind super. Gegen Schlangen helfen keine Masken. Apropos, ich möchte euch noch eine Sache von meinem neuen Arbeitgeber zeigen. Ja, was? Was hast du? Genau, ich komplett harter Cut zu hören. Genau. Ist die, was ich geschenkt bekommen habe an meinem ersten Tag vor Ort? Maske. TH Köln-Maske. Genau. Da steht jetzt, also ihr seht es jetzt spiegelverkehrt im Stream, also TH Köln. So, und das sind Stoffmasken. Lustigerweise, ja, also so Leinen und haben hier oben leider keinen Bügel. Ja, genau. Sind relativ bequem, aber. Ich dachte mir so, so wirklich dick sind sie nicht. Wie viele Lagen sind das denn? Und dann habe ich festgestellt, dass es sich dabei gar nicht um eine Maske handelt, sondern eigentlich um eine Handytasche. Nein, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Also es ist eine Maske, aber es ist eigentlich dann doch eine Handytasche. Also it is both. Es passt genau. Es ist großartig. Dann kannst du dir... Welche? Jetzt hast du die 5G-Strahlen. Das ist das, worauf Bill Gates raus will. Ja. So, ja, jetzt, das ist ein gutes Ende für eine Forschungsumsendung. Ja, finde ich auch. So. Ja. Wollte ich noch kurz gezeigt haben, weil ich fand es klasse. Ich hab gestern sehr gelacht, als ich es rausgefunden habe. Sehr überzeugend, ja. Ja, Mensch, übrigens sehr schöne Themen, die ihr hattet. Sehr, sehr lustig und sehr interessant, das alles. Cool. Oh, ich könnte meine OP-Maske da reinziehen. Ja, ich denke, das könnte ich machen morgen. Ja, pünktlich zur Pflicht der medizinischen Maske. Ja, auch das, Mr. Capture. Die Maske kam und jetzt ist FFP2-Pflicht. Aber ich meine, hey. Naja. Ja, vielleicht ist es für den Filter, aber die Größe ist genau perfekt für mein Handy. So. Ich hatte es bei der Kommunikationsabteilung der Tipp angeregt, dass sie jetzt FFP2-Masken mit dem Tipp-Logo bedrucken lassen. Mir wurde mitgeteilt, dass aber die gerade sowas wie an die Benutzer, an die Bibliotheksbenutzer kostenlos Masken verteilen, haushaltsrechtlich, ist halt öffentlicher Dienst und so, total schwer zu begründen ist und man es deshalb nicht macht. Ich fand die Idee so cool, aber auch. Ja. Außerdem bist du dann gegebenenfalls Betreiber von medizinischem Material und musst dann irgendwie vielleicht noch irgendwie dafür Sorge tragen, dass da die CE-Zeichen sicher richtig drauf angebracht sind oder irgendwie so ein Scheiß irgendwie. Mhm. Tja. Aber die medizinischen Masken, diese OP-Masken sind ja auch erlaubt. Die, naja, gut, also wahrscheinlich ist genau dasselbe Problem. Schade. Coole Idee. Ja, guckt einfach weiter Forschungsstrom. Da braucht ihr keine Maske beizutragen. Genau. Triggerwarnung Ende, keine Schlangen mehr. Genau. Aber wir haben ja immer noch am Schluss noch eine Sache auf dem Schirm, die wir am Schluss immer machen. Ja. Wir holen die Maskeninhalte raus und gucken auf unsere posteo.de oder mailbox.org-Kalender und gucken, wann wir wieder Forschungsströme machen können. Und teilt uns auf jeden Fall mit, wann immer wir uns auch treffen, was euch noch so einfällt, was wir dringend mal abdecken sollten. Genau. Vor allem natürlich auch gerne Vorschläge und Ideen für wen wir uns noch mal als vierte Person hier dazu holen könnten. Das ist immer gern gesehen, oder? Ich meine. Ja, der nächste an die Fortbewegung von Spinnen. Nein, Mr. Prosser, weil dann bei der Triggerwarnung bin ich kurz raus. Echt? Ach so. Nee, okay. Es geht, aber würde ich mir jetzt nicht freiwillig angucken. Also wenn es mir jemand was darüber erzählt, ja, aber würde ich mich nicht als Thema raussuchen. Ja, wie sieht es denn aus am 4. März? Ja, das ist sehr traditionell der erste Donnerstag. Da könnte ich. Ja. Ja, da kann ich auch. Das ist dann eine Verabredung. Ja, dann ja. Haben wir schon mal wieder... We have a date. Ja. Genau, es ist ja ein wunderbar rechtwinkliger Kalendermonat jetzt, der... Ja. Ich liebe das. Montag ich liebe beginnen. Das. Der befriedigendste aller Monate. Deswegen nicht nur am 4.2., sondern auch am 4.3. ist es nicht schön. Ja. Und dann können wir auch gratulieren uns so, ne? Also. Genau.
Dann machen wir Genau. Also das ist natürlich auch eine Frage, ne? Wenn ihr findet, also jetzt insbesondere an die, die schon länger zugeschaltet sind, aber auch an alle anderen, dass nach einem Jahr Forschungsstrom wir nochmal was ganz anderes machen sollten. Auch da sind wir natürlich total open, oder? Ja. Sind wir doch, ne? Ja. Schon aus Prinzip. Wenn ihr Vorschläge habt und wir sollen es künftig hier mit, weiß ich nicht. Clubhouse. Ach, geht ja nicht. Oh. Wir sind nicht im exklusiven Club. Jetzt habe ich es gesagt. Wir sind ja nicht im Club, Henning. Wir können ja gar nicht. Nein. Rein technisch. Kein iDevice. Im Clubhouse oder? Kein iDevice. Not one. Ja, vielleicht dann irgendwann, wenn es auf Android verfügbar ist. Ja, aber vielleicht, genau, vielleicht, wir können ja auch mal einen Community-Talk machen. Dann laden wir einfach alle ein, die sonst gerne mal mitquatschen wollen. Oder wir... Mhm. Und holen die spontan rein. Oder wir sollen irgendwas anderes machen, uns gegenseitig in die Luft sprengen. Nein, das ist vielleicht nicht ganz so nett, aber wichtig. Jedenfalls, our Discord-Server ist your home, oder wie? Ja, jedenfalls irgendwie sowas, ja, genau. Ja, ja. Genau, sagt Bescheid, ansonsten machen wir hier erstmal weiter. Dann stellt sich natürlich noch wie üblich die Frage, ob es jemanden zum Raiden gibt. Oh ja, da habe ich noch Oh ja, ja, die andere übliche Frage, ja. Können wir das nochmal gucken? Ich finde das ja immer nice. Ja, ja, ich guck mal, was sich da findet. Wer ist denn gerade unterwegs? Also, ich gucke ja immer mit meinem privaten Account, bin ich da eingeloggt und ich sehe dann, guck mal, Forschungsstrom ist gerade live. Da könnte man... Ja, ich dann immer Bescheid. Sowas. So, ich gehe mal auf... Haben wir denn jemanden, der heute was mit Unity macht? Oh ja, oh, das, ja. Kann man das recherchieren? Geht das ganz gut, oder? Ich glaube, das wird angezeigt. Also die schreiben das in der Regel in ihre Stream-Beschreibung, wenn sie das machen. Ja. Da schraubt jemand offensichtlich seinen Rechner zusammen. Late Night Spezial. Der coole Onkel baut heute für seinen Neffen den PC. Oder wenn es die Unreal Engine ist, nehmen wir das auch. Und wenn es eine Open Source Engine ist, notfalls auch. Notfalls. Notfalls. Nee, ich sehe aber gerade keinen Unity-Stream. Nein. Aber hier gibt es Code-in-Game. Jeder kann mitspielen. Heißt das, die Zuschauenden können mitmachen? That sounds crazy. Ist Englisch oder Deutsch? Oder? Das heißt, jeder kann mitspielen, also auf Deutsch. Mhm. Könnten wir? Ich mach mal gerade, guck mal rein, was da so los ist. Keine Ahnung. Sieht tatsächlich nach einem Spiel aus. Kenne ich nicht. Screamcode. Kennt das jemand von euch? Nein? Okay. Ja, dann würde ich sagen, den würde ich mal nehmen. Klingt irgendwie nett. Wir haben ein Raid-Ziel. Schön. Ja. Super. So, dann mache ich mal. Vielleicht erstmal fragen, ob die ihre Kinder impfen lassen, dann sind es keine weiteren Bedenken. Stimmt, das ist dann auch eine moralische Intention. So, in diesem Sinne würde ich sagen, gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Reinheit. Reinheit. Ja, macht's ganz gut, alle da draußen. Bis dann. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.